kein Heiliger. Und ich werde euch auch nicht sagen, dass ich ein Heiliger bin. Ja, ich sag euch eine Sache, Leute, ich bin ein Sünder. Ja, ich bin nicht perfekt. Ja, ich bin nicht perfekt, aber ich brenne für den Herrn Jesus Christus. Mir ist es wichtig, mich selber zu erniedrigen. Warum? Ich bin nicht perfekt. Ich bin ein Sünder, Leute. Ich sag's ganz ehrlich, wie es ist. Ich bin ein Sünder und ich gebe es auch offen und ehrlich zu. Ich sitze mich hier nicht rein und sage, ach, wie toll ich bin. Ich habe den Heiligen Geist. Oh. Nein. Ich sag euch ganz ehrlich, wie es ist. Ich bin nicht perfekt. Ich bin wirklich nicht perfekt. Ja, und ich bin ein Sünder. Ganz ehrlich, ich bin ein Sünder. Wir werden uns hier nicht hinstellen und einen auf heilig des Heiligen tun. Ja, ich bin ein Sünder, Leute. Sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist. I'm not perfect. Ja, I'm not perfect. Ganz einfach. Ja, aber wenn wir über Jesus Christus sprechen, habe ich mir eine Sache zur Aufgabe gemacht. Ja, und zwar die Wahrheit zu sprechen. Und das ist mir wichtig. Einfach die Wahrheit zu sprechen. Egal um was es geht, einfach die Wahrheit hier zu sprechen. Wenn wir über Jesus Christus sprechen, antworten wir biblisch. Hier gibt es nichts mit we dancing like Allah, we going left and right, wie Allah es tut. Nein, wir sprechen die Wahrheit. Wenn wir über die Schrift sprechen, sprechen wir die Wahrheit. Wenn wir über den Koran reden, dann decken wir die Dunkelheit auf und sprechen ebenfalls die Wahrheit. Ja, ganz einfach. Die Muslime verwerfen ja alles. Ihr könnt denen zeigen, dass da rot ist, die werden sagen, es ist blau. Könnt denen zeigen, es ist blau, der sagt, es ist grün. Grün, der sagt dann, es ist weiß. So spielen wir Christen nicht. Denn wir zitieren genau das, was in den Schriften drin steht. Okay? Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus für das Evangelium, die Wahrheit. Ja? Erster Buch Mose bis fünfter Buch Mose. Was hat der Pharao denn getan? Denn das ist das Thema auch heute, ja, weil die lieben Muslime benutzen, Moment, schon Bruder hoch. So, weil die lieben Muslime benutzen sehr gerne 1. Samuel, ja, Kapitel 15, Vers 3. Da geht es um die Amalekiter. Kleinen Moment, da ist der andere Bruder, der will auch hoch. Dann hole ich den mal hoch. Da geht es um die Amalekiter. So, wir dürfen auch eine Sache nicht vergessen. Ja, die lieben Muslime, die gerne versuchen, unsere dunkelhäutigen Brüder oder beispielsweise die Community zu verarschen mit 1. Samuel Kapitel 15, 3. Denn sagen sie, oh mein Gott, guck mal, was dieser Gott getan hat. Der hat Kinder, der hat das und dies ermordet und etc. pp. Aber meine lieben Muslime, habt ihr auch mal den Kontext betrachtet, um was es wirklich geht, was die Amalekiter getan haben? Dass die Amalekiter Gottlose waren? Dass die Amalekiter nicht auf das Wort Gottes gehört haben? Warum ignoriert ihr diesen Teil? Warum spricht ihr nicht über diesen Teil? Es hat einen Grund, warum Gott diese Amalekiter bestraft hat. Dazu kommen wir tatsächlich auch noch. Muslime benutzen gerne Jeremia 13, 23, Leute. Ja, jetzt schreibt der eine, warum sollen Kinder sterben? Kerle, du hast keine Ahnung. Es geht hier nicht nur um Kindersterben, es geht einfach darum, dass die Amalekiter Gott nicht gehorsam sind. Ja, und alles mit denen, weil sie das Haus Israel angreifen, bestraft werden. Ganz einfach. Ja, sei Gott gehorsam, der Lohn für die Sünde ist der Tod. Ganz einfach. Wir haben nicht einen Gott, der rechts und dann links geht. Wir haben einen Gott, der gerecht ist. Ganz einfach. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich liebe das Alte Testament. Ich liebe es sogar, ja. Ich liebe es sogar, über das Alte Testament zu sprechen. Weil, wenn wir über das Alte Testament sprechen, dann sehen wir den Kern. Yahweh. Was Yahweh für das Volk getan hat. Dass Yahweh will und wollte, dass das Volk umkehrt, aber sie ihnen nicht zugehört haben. Moses kam immer wieder und hat das Volk gewarnt. Nein, sie wollten weiterhin gottlos bleiben. Zudem kommen wir auf jeden Fall noch, da werden wir tief in die Materie reingehen. Aber wir sprechen jetzt erstmal über Jeremia 13, 23, Leute. Ja,
Also, meine lieben Geschwister, ja, schreibt euch das bitte auf und auch die Auslegung, die ich euch gebe, schreibt euch das bitte auf. Okay? Jeremia 13, 23, Kapitel 13, Vers 23. Ja? Nein, Moment, ich trinke noch kurz was. Shalom, Gottes Frieden an alle. Gottes Segen, mein Bruder, wie geht's dir? Gut, alle Ehre den Herrn Jesus. Du hast was vorhin gesagt, ne? Und wir sind alle Sünder. Und das stimmt. Da stimme ich dir Absolut. vollkommen recht zu. Yeah. Weil wir müssen uns so selber prüfen, dass wir alle Sünder sind. Hallöchen. Aber das Hey Paul. jetzt kommt das Aber. Und jetzt kommt das Wunderschöne. Denn im Geist Gottes sündigen wir nicht mehr. Wenn wir mit dem Herrn Jesus ähnlicher sind, können wir die Sünde nicht vollziehen. Erst wenn wir in Richtig. das Fleischliche gehen, ja, sündigen wir, ja. Wenn wir mit dem Herrn Jesus gehen, ihn ähnlicher werden, in sein Handeln und in sein Tun, dann werden wir ihm ähnlich und ihm gleich, ja, und können dann nicht die Sünde vollziehen. Das geht nicht. Aber wenn wir wieder fallen in das Fleisch, dann sündigen wir. Und wir werden so lange sündigen, bis wir eines Tages von dieser Erde gehen oder entrückt werden oder der Herr Jesus uns Absolut. abholt. So ist es. Absolut. Absolut vollkommen recht. Italiener, vielen, vielen Dank. Ich küsse doch dein Herz, Schwester. Und Vielen, vielen Dank. so diese Sache mit Amalek, ja, weil sie das immer nehmen, diesen Vers. Ja. Hört zu, liebe Muslime. Israel wurde damals angegriffen von den Amalekiten als erstes und sie haben sich Jawohl, nur danke. verteidigt und gewehrt. Das ist Dazu ganz kommen wir anders. gleich wieder. Genau. Ja, dazu kommen wir auch gleich. Aber bevor wir starten, Paul, mein Lieber, wie geht's dir? Paul? Hi, mir geht es ganz gut. Mir geht es ganz gut. Und wie geht's dir? Auch gut, was können wir denn für dich tun, mein Lieber? Was liegt dir denn Ja, auf dem Herzen? du hast ein paar Sachen gesagt, da wollte ich mal kurz meinen Senf wieder zugeben. Also, guck mal, die Sachen von wegen, dass Christen verschiedener Konfessionen gegeneinander schießen, ne? Habe ich dir, Ja. also kann ich dir natürlich nur vollkommen recht geben. Katholiken und Orthodoxen machen das am meisten. Die sprechen einen das ja sogar das Heil ab, weil du musst ja einer Kirche angehören, sonst bist du nicht errettet, ne? Was absolut unbiblisch ist. Das ist natürlich völlig falsch, ne? Ja. Ansonsten hier wegen dem Pharao oder auch Judas Iskariot, ne? Man kann sich ja überlegen, guck mal, die hatten ja eigentlich gar keine Chance, ne? Die hatten ja keine Ja. Chance. Gott hat sich die beiden ausgesucht sozusagen, die haben gar keine Chance gehabt, von vornherein, könnte man meinen. Aber Leute, Gott weiß es doch vorher, ob die überhaupt errettet, ob die in den Himmel gekommen wären oder nicht, ne? Wenn die doch sowieso schon Verdammte wären, ne? Dann kann er, dann nutzt, dann nutzt er doch sowieso die Leute, die sowieso keine Errettung hatten, von vornherein schon nicht. So wie Judas Iskariot zum Beispiel, ne? Ja. Es gab ja aber auch eine Zeit, da wo die Menschen in den Himmel entrückt worden wären. Wer war das? Bevor Das Ding ist. Jesus seine Kreuzigung vollzogen hat, das war Henoch. Er wurde von Gott emporgehoben in den Himmel, weil er an ihn geglaubt hat. Und das war das Stichwort. Der Glaube hat ihn gerettet, ja. Ja, genau, es ist ja aktuell noch, ne? Ist ja nicht Es anders. ist für mich äußerst wichtig. Guck mal, wir haben ganz andere Probleme. Ich finde das äußerst traurig. Ja, ich muss das auch mal erwähnen. Das sage ich auch noch mal kurz an die ganze Community. Ich finde das mega, mega traurig, Leute, dass es Christen einfach gibt unter uns, die einfach meinen zu müssen, andere also andere Glaubensbrüder zu debattieren, nur um sie fertig zu machen. Leute, das nennt man Spaltung einfach. Das sind Spaltung. Selbstdarsteller. Genau, das. Und ich sag euch eine Sache, Leute. Ihr müsst mir gut zuhören. Das ist eine Erfahrung, die ich tatsächlich schon früher auch mal gesammelt habe. Ja, Menschen, die so sind, ja. Dieses Hochmütige und dieses keiner kann mich debattieren, denn ich bin ein Biest hier, ja. Merkt euch bitte eine Sache, Leute. Das sind Selbstdarsteller. Sehr gut gesagt, Paul. Vielen Dank. Das hat der Bruder hier auch gerade reingeschrieben, der Benzerboy. Selbstversteller, genau. Und ihr müsst vorsichtig sein, Leute. Das sind wirklich Versager, Leute. Ich habe festgestellt, dass diese Menschen, die so sind, tatsächlich die größten Versager sind. Das sind richtige Versager. Leute, Das Jesus ist eine selber hat doch Erfahrung, die gesagt, tatsächlich.
Ich habe mir das mal lange, be ich beobachte sowas wirklich Ja. sehr, sehr lange. Das sind Versager, Leute. Ihr müsst diese Menschen nur lange zuhören, dann werdet ihr merken, was für Versager diese Menschen wirklich sind. Leute, Die alle haben nie was Apostel. erreicht. Ja, Paul? Ja, guck mal, alle Apostel hatten unendlich viele Fragen noch an Jesus Christus, ne? Wir können die Bibel auswendig lernen und haben immer noch nicht alle Antworten. Und selbst wenn wir meinen, die Bibel 100% zu verstehen, ne? Genau. Jesus hat zu den Aposteln gesagt, irgendwann werdet ihr keine Fragen mehr haben. Und das ist, wenn wir da sind bei ihm. Vorher, Genau. Leute, der eine versteht die Bibel so, der andere versteht die Bibel ein bisschen anders. Ey, solange das wichtigste Thema, nämlich die Erlösung durch das Kreuz, durch das Opfer Gottes, gegeben ist, ist das doch mehr oder weniger egal. Warum kloppen wir uns? Was soll das? Wir sind Brüder im Absolut. Herrn. Ich gebe dir vollkommen recht. Ich gebe Verstehst dir du? vollkommen recht. Ganz Also, einfach. ich sage es nochmal. Auch an die Geschwister und Brüder, die hier drinnen sind. Wer mich nicht mag, Leute, zwingt euch doch nicht. Ihr müsst diesen Stream nicht anschauen. Aber der, der sagt, hey, doch, wir wollen das Wort Gottes hören. Wir wollen diese Aufklärung sehen. Bleibt drinnen. Emanuel, danke. Ich küsse dein Herz. Ja, bleibt drinnen. Aleju, danke. Danke, danke, Bruder. Ja, bleibt drinnen. Leute, ich will Mir geht keine. es einfach nur darum, dass wir als Christen, dass wir dieses unite together, das sagt sogar Marie Emanuel selber, unite together. Dieses, ich habe mehr den Heiligen Geist wie du bist kein Christ und du kannst nicht, du kennst die Bibel nicht und du kannst nicht das und so. Leute, das sind Menschen, die haben die Bibel, glaube ich, echt nicht verstanden. Denn das hat uns die Bergpredigt nicht beigebracht. Wenn einer etwas nicht kennt, dann sagst du ihm gefälligst, hey Bruder, hör mal zu, ich muss dir was verraten. Dann sagst du, ja. Dann sagst du, hey Bro, Sandra, danke. Und der andere Kollege auch, danke. Du hast da einen Fehler gemacht, Bro. Da und da. Schau mal da, beachte doch mal diesen Vers. Mach das. Lies mal diese Stelle. Das hilft dir. Und das nennt man Bruderschaft. Das Ja. nennt man Bruderschaft. Aber einer, der meinen zu müssen, überall Unruhe zu stiften, Leute, blockiert diese Menschen direkt. Die haben nichts mit Gott zu tun. Das sind Menschen, die brauchen diese Aufmerksamkeit. Ich finde das schade. Aleju, ich küsse doch dein Herz, Bruder. Ich küsse doch dein Herz. Vielen Dank. Es ist schade, Leute, dass ich fast jede dritte Woche, jede zweite Woche darüber sprechen muss. Medellin, danke. Ja, Ich finde das mega Gott. schade. Ich muss das so oft sagen, Leute, das tut mir schon weh. Das tut mir weh. Aleju, Medellin, danke. Danke. Vor allen Dingen sind wir Gott, also sind wir Gott, dass wir in den Menschen hineinsehen, der sich wirklich bekehrt hat. Sind wir Gott, dass wir es entscheiden? Sind wir nicht? Genau. Der Herr Jesus hat sein letztes Urteil und der Herr Jesus weiß, wer bekehrt ist und wer nicht. Und wer hier nur Richtig. Show macht und wer wirklich echt ist, ne? Das müssen wir Was auch ich vor Augen halten. sogar noch traurig finde, Leute, ja, vor allem diese Menschen, Jimmy Carra, danke, ich küsse dein Herz, Bruder. Es gibt Menschen, ihr müsst gut zuhören, Leute, bevor ich diesen Vortrag überhaupt halte, ich muss darüber reden. Danke, Italiener. Ich muss darüber reden, Leute, weil das ist so traurig, dass diese Menschen in einem Channel sitzen und sich immer noch Christen nennen. Während sie mit ihren Fingern auf andere tippen die ganze Zeit. Der, bete ja, danke. Der und der. Leute, was ist das denn? Wo sind wir hier eigentlich? Wo sind wir hier gelandet? Wo sind wir denn hier gelandet? Danke, Sandra. Das ist traurig. Leute, sorry, das ist mega traurig. Ja, ich beobachte das und denke mir einfach nur so, alter Kerle, was stimmt mit euch nicht? Ja, ständig immer mit den Fingern, ey, da, you, du hast das gemacht, du, ah, komm, ich mache jetzt mal Screen Recording. Oh, vielleicht finden wir denn was. Leute, was ist das denn Aber hier? echt. Was Ja. ist das? Das ist so traurig. Ah, lasst uns mal Screen Recording machen. Oh. Lasst uns mal aufnehmen und so. Ja, Oh, das ist sehr wichtig. können Sie Ich habe gerne es machen. zu meiner Lebensaufgabe gemacht. Oh, weil ich ein Versager bin. Leute, was ist das denn?
Was Also, ist das? Bruder, mich stört es nicht, wenn Sie es aufnehmen. Also, mich können Sie gerne aufnehmen. Ich sage nichts Falsches. Ich sage nur immer, was biblisch korrekt ist. Also, Leute, warum ich jede zweite Woche, warum ich jede zweite Woche darüber berichte, ja, ist einfach nur, damit viele verstehen, worum es geht. Und bei vielen ist die Botschaft ja auch angekommen, ja. Es ist traurig, dass Christen sich gegenseitig hier drinnen erniedrigen. Anstatt dass wir alle zusammen sind, nein. Der eine meinen zu müssen, er ist der Größte und der Beste hier. Er ist ein Biest, der hat den Heiligen Geist des Todes. Ja, keiner hat den Heiligen Geist, nur diese eine Person. Der andere denkt, er hat auch den Heiligen Geist. Der andere denkt, ich kenne die Bibel mehr als du, ist total religiös, aber das mit dem Glauben hat er total vergessen. Ja, aber denkt richtig religiös, aber Glauben hat er total vergessen. Leute, was ist das denn? Das ist krank. Jesus Christus hat uns das nicht mal beigebracht in der Bibel, so solche Sachen. Unite together. Ja, darf ich Diese noch was kurz sagen? ständige, ich muss den fertig machen, Screen Recording, ich muss gegen meinen anderen Glaubensbruder schießen. Ey, wo sind wir hier gelandet? Sorry, wenn ich diesen Vortrag so lange halte, aber das ist sowas von peinlich. Leute, ich will euch nur damit eine Sache sagen. Das sind Versager. Ist euch mal aufgefallen, dass ich in meinem Stream nie Namen erwähne, sondern ich rede einfach ums Allgemeine? Weil das habe ich nicht zu meiner Lebensaufgabe gemacht, aber ich warne wenigstens. Und ich denke, als Christ ist es okay, oder ist es auch richtig, wenn wir warnen? Wir müssen warnen. Und ich sage es auch ganz ehrlich, wenn der eine Christ mit dem anderen ein Problem hat, guck dir den Stream gar nicht an. Geh raus! Hey, don't watch the stream. Gib dir doch diesen Stress nicht, wenn du diesen Christen sowieso nicht magst. Ja, wobei die Bibel was ganz anderes sagt. Wenn du den Christen nicht magst, den oder den anderen Bruder, guck doch seine Streams nicht an. Guck den Stream doch gar nicht an. Blockier doch diese Person raus und die Welt ist doch gegessen. Du musst doch diesen Christen nicht lieben. Delemen und Cindy, danke. Ich küsse dein Herz, Cindy. Ne? Es ist schade, Leute, dass wir jede zweite, dritte Woche sowas ermahnen müssen. Ich nehme mal die Schwester kurz hoch. Ne? Oder, okay. Twitter und Medellin. Okay. Nehmen wir beide hoch. Ja. Deswegen, Leute, bevor ich, wie gesagt, diesen Links Vortrag weg von halte. alle anderen Geschwister. Hey, Servus, wie geht's dir? Ja, und ich wollte das einfach mal loshaben und euch das einfach erzählen, weil es gibt Menschen, die haben das zu ihrer Lebensaufgabe gemacht. Und das ist traurig, Leute, dass wir über sowas reden müssen. Anstatt dass der ein oder den anderen Christen einfach die Hand gibt und sagt, hey, Bro, es tut mir leid. Jesus Christus hat uns beigebracht, lieb deinen Nächsten, lieb deine Feinde. Aber es gibt Ja. welche, die haben das anscheinend nicht verstanden. Ich wollte Es euch. gibt welche, du ermahnst sie sogar, aber diese wollen das nicht begreifen. Nee. Diese meinen zu müssen, nein, I am the King, I am the Boss. Was ist das? Aber diese verstehen nicht, dass sie Konsequenzen dafür tragen. Guck mal, Bruder, ich wollte auch die anderen Geschwister warnen, weil es gibt halt auch Christen, was ich leider auch erlebt habe, die meinen, die sind Christen, die sagen, die sind Christen, aber gehen dann zu anderen, sage ich mal, zu den anderen Glaubensgeschwister und gehen, also sind auf deren Seite und gegen Ja. uns. So. Und die verbünden sich dann auch mit den anderen, geben sich als Christen aus, in Anführungsstrichen, Wahnsinn, und ne? schießen dann gegen uns. Das habe ich auch erlebt. Ja, und Das wollte ich genau, halt, da ich wollte wollte noch ich. mal alle warnen. Deswegen, ihr müsst aufpassen, Leute, weil Oh, nicht da schreibt jeder gerade einer, dass Jesus nie gesagt hat, dass er Gott ist. Erste, Quatsch, Entschuldigung, Johannes 1,14.
Es gibt noch unzählige andere, aber Johannes 1,14 reicht eigentlich schon. Johannes, ja, ich nicht voll auf. Echt. Erster Johannes Kapitel 5,20, Philipper Kapitel 2, Vers 5 bis 11. Also ich kann da 1000 Verse raus, unzählige, die ich auswendig im Kopf habe. Also ja. 1. Johannes 4,2, Johannes 8,58, Offenbarung 22 und. Genau, Offenbarung 22,6 und dann Offenbarung 22,16, glaube ich. Ja. Das zeigt auf unseren Herrn Jesus Christus. Er ist Gott. Fertig, Punkt aus. Das Wort wurde Fleisch und lebte mitten unter uns. Was gibt es da nicht zu verstehen? Leute, ich bin raus. Ich danke dir, dass du mich hochgeholt hast, Flex. Bis demnächst, ja? Danke. Ciao, ciao. Bis Gottes Segen. Gottes Segen, mein Lieber. Gottes Segen, mein Lieber. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Ja, bevor ich jetzt über Jeremia 13,23 spreche, tue ich erstmal die Brüder und die Geschwister begrüßen hier. Titta, mein Lieber, wie geht's dir? Mir geht es gut. Na, das freut mich doch. Sehr ja, gut. Was bringt dich denn heute hierher? Was hast du noch auf dem Herzen? Der Zufall, aber Zufälle gibt es nicht. Oh, Zufälle gibt es nicht. Ja, was hast du denn auf dem Herzen? Willst du uns irgendwas sagen? Auf dem Herzen hat jeder viel und Arbeit gibt es immer. Ja. Ich muss mich neu orientieren, gehe in Afrika und da wollte ich in 2 Jahren auswandern nach Gambia. Okay. Und, das ist aber gerade nicht das Thema. Wir haben Religionsthemen. Ich bin bei TikTok habe ich mich ein bisschen breit gemacht und du bist sozusagen gerade gekommen und sprichst mir aus dem Herzen mit den Worten, mit denen du redest. Ja, genau. Ja, ja, vielen Dank. Vielen Dank für dein Kompliment. Du sagst die reine Wahrheit. Danke, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja, ansonsten, wenn du nichts auf dem Herzen hast, dann würde ich weitermachen. Ja, machen wir. Alles klar, okay. Vielen, vielen Dank nochmal, Titta. Ja, Gottes Segen dir. Ja, danke schön. Danke, danke. Vielen Dank. So, es war voll lieb von ihm, ja. Genau. Medellin, komm, verkünde mal ein bisschen das Wort und dann fange ich an mit Jeremia 13,23. Komm, sprich mal über den Herrn Jesus Christus. Wir hören dir zu. Ja, Medellin, du musst dich entstummen. Medellin, hallo. Ach, Bruder Flex, hol mal ein paar Muslime hoch, lieber ja, Flex. Ja, warte, ich konnte gerade nicht, Leute. Ich habe gerade mein Handy woanders hingelegt. Ich esse gerade. Alles gut. Ich esse und schau zu. Ich wollte eigentlich runter, ich wollte nur das sagen. Also ich wollte nochmal alle Geschwister warnen wegen der Sache mit Christ und dass die uns, als manche uns hintergehen, Videos gegen uns machen. Das habe ich auch erlebt. Ja. Also über mich wurde halt ein Video gemacht und es war einfach ignorieren. Ja, deswegen wollte ich das nochmal Bescheid geben und alle anderen davor warnen. Bruder, mein Flexer, du weißt doch, dass sie mal mit dem Scheinargument kommen, dass wir Drachen in der Bibel haben, ne? Wir haben keine Ahnung. Ja, aber weißt du, dass sie von 99 Drachen im Grab gequält werden, die Muslime? Ja, die hauen sich selber jedes Mal weg, das wissen wir. Ich hab dir mal was geschickt auf Telegram. Das kannst du mal für die Leute einblenden, weil wir haben gerade 330 Leute, das ist sehr gut. Weil die sagen, ja, wir glauben an Drachen. Da zeigt mal, dass 99 Drachen in den ihr Grab reinkommen werden und die am Popo kitzeln werden. Nein! Lies mal, Bruder. Nein, am Popo kitzeln war jetzt übertrieben, aber die kommen schon rein, die 99 Drachen, und werden sie quälen. Aha. Im Grab. Und ich jeder Muslim. Ich hab jetzt echt gedacht, Popo kitzeln. Nein. Vielleicht machen die das. Das ist ja nicht beschrieben. Also. Ach du Scheiße, ey. Ey. Das ist nicht mehr normal, ey. Das ist doch alles. Flexa, Bro, Wahnsinn. Ich geh runter, ich muss essen. Deswegen tut mir leid. Ja, möchtest du nicht ein bisschen das Wort verkünden? Ich kann gerade nicht. Ja, komm, sprech doch mal ein bisschen. 2-3 Minuten schadet nicht. Komm. Was soll ich sagen? Über Gott. Ja, verkünde das Wort des Herrn Jesus Christus, das Evangelium. Ein bisschen aus der Bergpredigt. Ja, ich kann das halt nicht aus dem Kopf, ich muss halt lesen. Na ja, jetzt Schwester, komm, ein bisschen wirst du doch wohl was können.
Hä? Wartet mal, Leute. Ich dachte, wir Frauen dürfen nicht predigen. Nein, aber du kannst ja ein bisschen sowas über den Herrn Jesus Christus sagen. Das ist ja okay. Ich weiß es nicht aus dem Kopf, sage ich dir ehrlich. Ich muss immer dazu was lesen. Ja. Dann lies mal Kolosser Kapitel 2, Vers 9. Einen Moment. Jetzt muss ich die Bibel aufschlagen. Einen Moment. Alles gut. Epheser 6, 10 bis 12 ist sehr stark, Bruder. Das ist auch. Wenn du willst, ich lese Epheser. Oder oh, danke, Predige. Ziege. Ich muss gerade die ganze Zeit suchen. Ich habe gerade Hände voll. Ja. Neues Testament. Danke, Ziege. Na, Epheser 6 ist einer meiner Lieblingsstellen. Nachrüstung Gottes. Ja, aber mein Hintergrund ist zu laut, ne? Ja, und ich habe gerade die Hände voll gehabt. Ich bin gerade Zeitdruck. Ja, also der Medellin, den ess was und den komm nachher. Danke, sorry, ich bin so im Zeitdruck. Ich wollte nur reinkommen, weil du das erwähnt hast, wegen dem Thema, wegen Christen und das, wegen Spaltung und so, wollte ich nur was kurz sagen. Alles gut. Alles danke. Gut. Gottes Segen, Leute. Ich komme nachher wieder. Ciao. Kein Problem. Weißt du, was auch noch schön ist? Sprüche 21. Der Herr wiegt die Herzen. Soll ich mal vorlesen? Du, Bruder. Jesse, hey. Ja, lies vor, Bruder, und dann fragen wir mal, wer Melek und Abunat sind. Ja, okay, alles gut. Hört ganz genau zu, Leute. Also es ist wirklich tiefgründig. Und das Sprüche 21. Gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin immer er will. Jeder Weg eines Menschen ist recht in seinen Augen, aber der Herr prüft die Herzen. Ja. Recht und Gerechtigkeit üben ist dem Herrn lieber als Opfer. Hohe Augen und aufgeblasene Herz, die Leuchte der Gottlosen ist Sünde. Die Überlegung des Fleißigen sind nur zum Vorteil, aber wer allzu sehr eilt, hat nur Schaden davon. Wer mit lügenhafter Zunge Schätze erwirbt, der jagt nach Wind und sucht den Tod. Die Gewalttätigkeit der Gottlosen rafft sie hinweg, denn sie weigern sich zu tun, was recht ist. Wer schuldbeladen ist, muss krumme Wege gehen. Wer aber lauter ist, der handelt aufrichtig. Warte mal, du liest gerade von Sprüche, gell? Sprüche 21, ja. 21, was? Sprüche 21. Der Herr wiegt die Herzen. Es ist besser, in einem Winkel auf dem Dach zu wohnen, als gemeinsam mit einer zänkischen Frau in einem Haus. Die Seele des Gottlosen begehrt nach Bösen, sein Nächster findet keine Gnade vor ihm. Ja. Wenn man den Spötter bestraft, wird der Unverständige weise. Und wenn man den Weisen belehrt, so nimmt er Einsicht an. Das ist wirklich tiefgehend, diese Sprüche, Bruder. Also das ist wirklich, man muss das sich wirklich auch, ich habe auch gelesen, man muss das wirklich ins Herz schreiben lassen, diese Sprüche, weil es bringt Weisheit in dein Leben, es bringt Erkenntnis. Der Gerechte achtet auf das Haus des Gottlosen, er stürzt die Gottlosen ins Unglück. Tatsächlich. Wer sein Ohr verstopft vor den Schreien des Armen. Der Lohn für die Sünde ist der Tod, weil Gott ist gerecht. Wir haben ja einen gerechten Gott. Ja. Und es geht einfach darum, Gott gehorsam zu sein. Ja, in der Zeit, wo ja diese Menschen gelebt haben, gab es wirklich tatsächlich ganz, ganz viele Gottlose. Ja. Und Gott hat ja auch diese Menschen auch die Zeit gegeben, umzukehren, ja, wirklich. Also wir haben einen gerechten Gott und wir haben einen barmherzigen Gott, ja, gar keine Frage. Wie du auch gesagt hast, der Lohn der Sünde ist der Tod, ja, der Gottlose nimmt es ja nicht an. Und diese wollten einfach nicht umkehren, das waren Gottlose, ja, teils auch ganz viele Götzenanbeter. Und ganz klar, der Lohn für die Sünde ist der Tod, daran wird sich nichts ändern. Ich meine, wenn Gott dir schon die Möglichkeit gibt, umzukehren, kehre um. Juli, hey, bist du auch noch da? Ja. Gott gibt dir ja die Möglichkeit, umzukehren. Deswegen kehr um und ja. Richtig. Aber viele
In der damaligen Zeit waren Gott nicht gehorsam. Das haben wir auch im Alten Testament gesehen. Klar, und auch die Propheten sind abgefallen. Ja, auch der eine oder der andere Prophet hat gesündigt. Aber wie gesagt, das haben wir auch bei Jesaja gesehen tatsächlich. Jesaja werde noch, nicht Samuel, welcher Prophet, wer war das nochmal? Boah, wie heißt der nochmal? Dann muss ich nachher nochmal aufschlagen. Also es gab tatsächlich der ein oder der andere Prophet, der abgefallen ist vom Glaube, und was heißt abgefallen, der halt sündhaft war und wieder zum Glaube gefunden hat oder beispielsweise sich wieder gestützt hat und den Weg des Herrn wieder gefunden hat. Und ja, wir sind Menschen, wir sind nicht perfekt, ja, wir sündigen alle, ja. Wir sind alle Sündiger, wir sind nicht perfekt. Aber es ist wichtig, dass wir einfach über die Schrift sprechen und dass wir unseren Glauben einfach stärken. Ja. Genau. So, bevor wir weitermachen, Abonat, mein Lieber. Jetzt fangen wir erstmal bei dir an. Gottes Segen, Bruder, Gottes Segen. Gottes Segen, was können wir für dich tun, mein Bruder? Ich wollte. Warte kurz, es ist ein bisschen laut, Motorräder fahren vorbei. Ja, alles gut. Erstmal Gottes Segen. Bruder Flex, nee, ich wollte einfach nur ein bisschen hoch vorbeikommen, falls Muslime kommen, ein bisschen quatschen und wirklich nichts. Wir kennen uns doch. Gerne, gut. gerne. Ich war ja schon öfters bei dir live. Mit anderen Namen, der Account wurde ja leider gelöscht. Menschenfischer müsstest du eigentlich noch wissen, Bruder. Ah, du bist es. Genau, Bruder, jetzt. Ja, ist kein Problem, Bruder. Stell Anfrage nochmal. Ich möchte, wenn jetzt ein Moslem hochkommt, möchte ich bezüglich Muslime auch oben haben. Wenn sie natürlich respektvoll bleiben, hoffen wir mal. Genau, Abonat. Ansonsten stell eine Anfrage. Ich hole dich auf jeden Fall wieder hoch. Ist kein Problem. Alles klar, Bruder. Okay, Gott Gottes Segen. So, jetzt fangen wir mal bei Melek an. Melek. Hallo. Ja, hallo, guten Abend alle zusammen. Guten Abend, Melek, was können wir denn für dich tun, meine Liebe? Was hast du denn auf dem Herzen? Ja, danke schön. Ich habe vier Punkte, die ich gerne hier ansprechen, wenn es möglich ist und wenn ihr die Zeit mir schenkt. Erster Punkt ist das so, ich habe nicht verstanden, irgendwie war bei mir laut, weil die Kinder spielen in der Terrasse. Letztes Mal war ich auch bei dir, danke schön, du hast mich damals auch hochgenommen. Everything, Funknot bitte, dich muten für 2-3 Minuten, wenn es geht. Okay. Gut, was war das nochmal mit 99 Drachen, das habe ich nicht so ganz verstanden. 99 Drachen, das kann Abu Ziege erklären, also Abu Ziege hat da irgendwie was mit einer Überlieferungskette aus dem Hadithen. Gemeint, dass da 99. Bist du Muslima, Melek? Ja. Bist du Muslima? Nein, ich bin nicht Muslime. Nein. Ach so, dann hat das ja nichts mit dir zu tun. Möchte gerne nur verstehen, wie Sinn, weißt du, weil ich höre zum Beispiel überall, ich möchte gerne nur verstehen, was war das nochmal? Ihr habt die Bedeutung gesagt. Muslime glauben daran, dass sie im Grab von 99 Drachen gequält werden. Ach so, okay, jetzt habe ich verstanden. Okay, alles klar, danke schön. Ja, und anderes ist, was die Dame vorhin auch erzählt hat, war, dass die Leute, es ist so ein Ziel von Muslime, die kommen und sagen, wir wollen Christ werden, um alles zu verstehen. Die werden aber nicht wirklich richtig christlich. Die gehen dann wieder zu ihre Clan sozusagen, um alles mitzuteilen, was die sammeln, um gegen die anderen zu wenden. Also ich bin nicht christlich, ich bin auch nicht Islam. Können die Bibel sowieso nicht widerlegen, deswegen alles gut. Ich wollte nur sagen, das stimmt schon, aber habe ich ja oft auch so mitbekommen. Ne? Aber ich bin gerne mit den Menschen, die zum Beispiel keinen Ärger suchen, nicht die anderen hassen oder den wegstoßen. Und das sind noch immer die Christen. Und deswegen suche ich auch ihre Nähe, weil irgendwie fühle ich mich da näher. Die Energie stimmt mehr als bei Islam. Bei mir brennt das. Wenn ich da in der Nähe bin, es brennt wirklich an mir. Aber Melek, eine Frage. Ja. Hast du den Herrn Jesus Christus angenommen? Ja, also angenommen, das heißt, so wie ich das gewollt habe, mit ihm zu sprechen, ich habe dann auch ihn angenommen, aber es ist mir anders gesagt worden, anders geantwortet worden, als bei euch zum Beispiel.
Okay, zum Beispiel was denn? Weil ich weiß ja, du bist ja auf der Suche, das weiß ich. Also, ja. Oder beispielsweise du. Ich habe viele getroffen. Glaub mir, also das, ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, ich habe ihn gerufen, ich habe ihn auch angenommen, es wurde mir auch was gezeigt. Deswegen habe ich noch immer die Wärme in meinem Herzen, aber ich kann noch nicht reintreten, weil vieles stimmt noch nicht. Nicht von Gottes Seite, unser Gott über uns, der das Leben gegeben hat, sondern die Menschen, was anders erzählen oder bezeugen. Das ist das Ganze. Ja. Nicht vom Gott. Also nicht vom Gott. Okay. Okay, okay. Ja, ja, wenn du daran glaubst, dass Jesus Christus Gott ist und wenn du an das Wort, das Evangelium glaubst, das Wort Gottes, mein Lieber, es ist so viel Testamenten geschrieben, es ist so viel verändert worden, es ist so viel, aber vom Menschen. Was ist denn verändert worden? Kannst du mir das erklären? Viele Sachen, was die Menschen zum Beispiel selber gewollt haben, reinzuschreiben. Sag mir nur was. Ich kläre dich auf, das ist gar kein Problem. Sag mir bitte nur was. Danke, Mimi. Warte mal, was ich glaube, ist, dass das Erste, also zum Beispiel die nur 10 Gebote, das von der Herr kommt, das sind für mich das Richtige. Alles andere ist nicht das Richtige. Was ist denn nicht richtig? Nur von den Schreibern geschrieben worden. Alles andere, diese dicke Bücher, ist alles nur von Schreiber geschrieben worden. Die 10 Gebote, ist das nur das einzige Richtige ist. Melek, also ich habe dich jetzt schon 2-3 Mal gefragt, was wurde denn verändert? Kannst du mir das erklären? Ich kenne die Bibel nicht. Bibel habe ich nie gelesen. Okay, ganz kurz. Dann muss ich dich hier ganz kurz stoppen. Wenn du es nicht weißt, warum sagst du es dann? Es ist nur, weil die Bibel ist ja so groß. Der ist ja richtig dick und schwer. Die kann man nein, jetzt nicht. Nein, du verstehst mich nicht, Melek. Nochmal. Du hast gesagt, in der Bibel sind so viele Sachen reingegeben worden. Es ist nicht richtig. Es ist vielleicht verfälscht. Da habe ich dich gefragt, so ja, von wo hast denn du denn das? Und da hast du gesagt, das weißt du nicht. Und wenn du es nicht weißt, warum sagst du es dann? Natürlich von vielen Leuten, die das erzählen und sagen. Okay, zum Beispiel, du machst ein Programm, ein anderer macht das. Die reden, die erzählen. Und dann manchmal höre ich, sage ich, also was ist dann da los? Es ist doch niemals also, so. Also, darf ich dir was sagen? Ja, gern. Die Worte des Herrn Jesus Christus, das Evangelium, was in der Bibel drinne steht, sind wahre Worte. Anhand der Prophezeiung erkennen wir schon, dass wir dem wahrhaftigen Gott dienen. Anhand der Bergpredigt schon alleine, wenn wir die Bergpredigt durchlesen, sehen wir, dass die Worte des Evangeliums, dass der Herr Jesus Christus echt ist. Das Lamm Gottes, ja, der auf dieser Erde war, ist das Wort Gottes, ist die Wahrheit. Und das wissen wir. Okay. Warum wissen wir das? Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Jesus Christus gekreuzigt worden ist. Daran kommt niemand vorbei. Das wissen wir, ist passiert. Das ist nicht, genau. Also das Evangelium, was Jesus Christus gepredigt hat, ist die Wahrheit. Und das wissen, warum sagen wir Wahrheit? Aus dem hebräischen Manuskript. Da wissen wir, dass diese Worte, was wir hier lesen, die Wahrheit ist und das Wort Gottes ist. Weil würde es nicht das Wort Gottes sein, dann würden die Prophezeiungen nicht in Erfüllung gehen. Wir haben über 3000 Erfüllungen. Nein, im Moment, da sagt jemand, sie ist Muslime. Ich werde lieber Teufel dienen, als Islam zu treten. Oder Islam nein, Leute, zu sein. Leute, sie ist schon... Nein, ist Leute, nicht sie ist schon lange raus aus dem Islam, auf Leute. Energiegott, der mir das Leben nein, nein, nicht schwören. Alles gut. Wir glauben dir. Sein. Niemals. Alles gut. Wir glauben dir. Alles gut. Also ich weiß, Leute, also ich nicht urteilen, Leute, weil sie ist wirklich keine Muslima mehr. Ne? Nein, also, nein, nein, nicht. Ich war nie ihren Islam. Nie. Okay. Ich bin nicht als Islam geboren. Nie. Und ich werde auch nie reintreten. Ja, alles gut. Alles gut. Aber was ich dir mitteilen kann, Melek, ich habe, weil sonst zieht sich das Gespräch zu lange, weil ich möchte den Vortrag jetzt halten.
Tatsächlich, wenn du möchtest, kann ich dir die Bibelhörbuch geben und ich möchte, dass du es dann mal in Ruhe anhörst und dann wirst du es verstehen. Das kann ich gerne machen. Also du kannst das gerne mir schicken. Ich würde es mir gerne das angucken. Die Sache ist okay. Mir unbegreiflich. Wie können die denn von 10 Gebote so dicke Bücher werden? So viel Gesetze da drin. Um ja, warum? Gott muss, so. Doch, Gott muss doch sein Evangelium teilen. Es gibt ja eine Geschichte, was da passiert ist. Auch im 1. Buch Mose, 5. Buch Mose, Samuel und die anderen Propheten. Es gibt ja eines, da steckt schon eine Geschichte dahinter. Und wir Menschen haben ja den freien Willen. Ja, das ja. Wort Gottes muss sich ja erfüllen. Das hat alles mit dem Satan angefangen. Als er verbannt worden ist, hat alles auch mit Adam und Eva angefangen. Also das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, und da fing ja alles an. Das ist ja normal, dass wir eine Geschichte dahinter haben. Und deswegen haben wir das Evangelium Gottes. Und deswegen lesen wir das. Ja? Alles klar. Gut, verstehst du? Du kannst ja nicht sagen, ja, warum gibt es so ein dickes Buch? Ja, es ist die Wahrheit. Es ist das Wort Gottes. Sonst würden wir ja nicht darüber sprechen. Ich bin noch immer bei den 10 Geboten und ich bleibe erstmal da, bis es etwas anderes gibt, wo es mich überzeugt, dass es. Wusstest du? Also nur die 10 Gebote. Das ist für mich das erste Stelle. Melek, wusstest du, dass die 10 Gebote. Ja, gemacht worden sind für das Volk Israel, weil sie Übertretungen gemacht haben. Und der Herr Jesus hat es gesehen, dass sie viele Sachen übertreten und sie diese Gebote. Weil wenn du sagst, ganz ich kurz. Ich bin Südländerin, ich bin in Südland Melek. Geboren, ich bin da in der Nähe gewesen, also mein Geburtsland. Melek, ja. Ganz kurz, ganz entspannt. Wenn du sagst, du glaubst an die 10 Gebote, dann müsstest du irgendwo in der Mitte vom. Irgendwo von der Mitte vom Alten Testament müsstest du anfangen zu lesen, um zu kapieren, warum haben wir denn die 10 Gebote? Dann müsstest du jetzt sagen, I believe in Yahweh, because Yahweh hat diese Gesetze. Ja, ich gehe Moses eher noch zurück mal vor den 10 Gebote. Es gibt noch mehr vor den 10 Gebote davor, bevor die also gesagt wurden. Dahinter steckt noch mehr, ganz, ganz tief hinten, wo die Götter noch auf dem Welt gelebt haben. Daran glaube ich, wo die Götter noch auf dem Erde gelebt haben. Schon lange welche Menschen, Götter haben auf die Erde gelebt damals? Vor Menschen und vor Tieren waren Götter auf die Erde. Welche Götter? Die Götter, die alles andere erschaffen haben, die große Melek, das Berge ist Götzendienst. Melek, nein, jetzt gehst du zu weit. Melek, das ist Götzendienst. Was für Götter? Wir haben nur einen Gott. Ja, Melek, ihre Frage. Engel meine ich. Die Götter mit Engeln, wo die früher auf die Erde gelebt haben. Die Melek, Engel. Eine Frage. Hast du schon mal gelogen? Wie bitte nochmal? Hast du schon mal gelogen? Ich will sagen, ich sag's die Wahrheit, ich bin ein ehrlicher Mensch. Notfalllüge, ja, Notfalllüge. Also dann hast du die 10 Gebote, dann hast du schon die 10 Gebote übertreten. Dann bist natürlich, du Gott schuldig. Ja, ich bin ja auch nicht, ich bin nicht göttlich, ich bin kein Engel, ich bin ein Mensch. Ja, aber du bist vor Gott schuldig. Du willst ja die 10 Gebote halten. Verstehst du, was ich meine? Natürlich, normal. Du kannst nicht die 10 Gebote halten. Keiner, auch die Juden können nicht die 613 Gesetze halten. Die werden ich sage, ich versuche, ich glaube daran. Ich sage es nicht, dass ich bin, dass ich vielleicht was Besseres bin. Versteht ihr? Also ich bin kein Engel. Natürlich, es gibt die oder die andere, die ich Fehler mache und so. Melek, ich bin ja nicht in einer Religion auch drin. Damit das jetzt nicht zu weit nach draußen geht, wir schreiben einfach mal privat. Okay? Alles klar. Super, alles, danke. Vielen Dank. Schönen Abend euch. Wünsche ich dir auch. Vielen Dank. So, jetzt der nächste oben. Wie heißt der Kollege? Meine lieben Geschwister, gefährliches Halbwissen, ohne sie zu verurteilen. Ja, zu wollen, ja. Es ist ein bisschen schwierig, aber naja. Everything, hello. Was können wir denn für dich tun, mein Lieber? Hallo, Gottes Segen, meine Geschwister in Christus und meine Geschwister in der Menschheit natürlich auch. Mein Bruder, ich habe eine kurze Frage. Und zwar habe ich einen Bruder in Christus, der möchte so eine Art Meeting machen mit allen, also der lädt alle dazu ein, egal ob
egal welche Religion oder ob überhaupt gläubig und natürlich auch christliche Geschwister. Und er möchte gemeinsam so beten für Frieden in der Welt. Was würdest du dazu sagen? Beten für Frieden in der Welt. Und da will er jeden von uns einladen. Das ist sozusagen die Ausgangssituation. Und wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns über die Schrift austauschen und allgemein so besprechen, beraten, unterstützen. Und ich bin der Meinung, also meine Meinung steht jetzt unabhängig davon. Aber was sagst du? Du bist ja erfahren im Glauben und in der Schrift. Ganz kurz, Philipp. Ja, aber er kann doch jeden Tag in seiner Gemeinde beten, ist doch gar kein Problem. Nee, der möchte ja nicht in der Gemeinde. Also der ist auch wirklich, der hat Liebe im Herzen, der ist harmoniebedürftig, der möchte, dass wir, weil ja alle gerade so leiden und so Krieg auf der Welt ist, der möchte alle mal unter ein Dach kriegen, sag ich mal, in so einem Zoom-Stream und alle sozusagen zu einem. Aber er weiß aber schon, wir können ja nicht mit Muslimen uns eins machen, die haben einen ganz anderen Gott. Okay, hast du noch weitere Punkte, mein Bruder? Naja, aber ist das ein Priester? Nein, das ist ein Homie, sag ich mal so. Ein Homie, der alle vereinen möchte, inklusive Muslime, die einen anderen Gott dienen? Hä? Ja, der hat auch gesagt, Atheisten, die auch gar nicht beten dürfen, auch natürlich reinkommen. Die müssen ja dann nicht beten. Ja, aber everything, das wird niemals, das ist, da hat der Bruder Sebek das jetzt auch gerade reingeschrieben, das ist ja eine komplette Irrlehre, das geht gar nicht. Ja, und was sagst du dazu, wenn ich jetzt dagegen argumentieren würde, ja, der Petrus, der ist ja auch den Juden Jude geworden und den Griechen Griechen und den und so weiter und so fort. Für was ist er das geworden? Bitte? Für was ist er das geworden? Okay, ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Everything. Er will für die Frieden auf der Welt beten, ja? Weißt du, wann der echte Frieden kommt, wenn der Herr Jesus Christus zurückkommen wird? Dann wird er erst Frieden auf dieser Welt herrschen. Also neue Himmel und neue Erde. Vorher wird kein Frieden auf dieser Welt herrschen. Merkt euch das. Das ist sehr wichtig. Ja, wir können zwar beten, ja, aber es wird kein Frieden geben. Also mein Lieber, was wir machen können, wir können für den Bruder beten. Er kann gerne hier in den Livestream kommen, er kann auch in den Livestream von Mensa kommen, er kann in den Livestream von Abu Belgrad, Abu Ziege, alle die anderen Brüder, die hier drin sind, gerne, aber wir können uns nicht mit einem anderen Gott quasi eins machen und sagen, hey komm, wir beten jetzt alle, der andere betet wie ein Heuchler, der andere betet wahrhaftig, wie der Gottes will, und zwar in seinem Kämmerlein. Also die Bergpredigt hat mir was anderes beigebracht. Ich kann nicht mit jemandem beten, der betet wie ein Heuchler und einen Teppich hinschmeißt und von den Synagogen und von allen Menschen gesehen zu werden. Also ich muss in mein Kämmerlein gehen und beten, das geht nicht. Ich kann nicht mit jemandem, das geht nicht, das funktioniert doch gar nicht. Das beruhigt mich. Ja, vielen Dank. Also meine Antwort dazu war halt auch, wer Frieden oder wer Freundschaft mit der Welt sucht, der hat Feindschaft mit Gott. Ja. Und dass diese Welt gerne verbrennen darf und auch wird. Und ja, wie du halt schon gesagt hast, ne? Bitte, also bitte informiere, bitte dein Kumpel, dass es eine Irrlehre ist. Das ist nicht richtig. Du musst ihn schon darauf hinweisen. Ja, ich habe das schon gemacht. Ich wollte jetzt noch, ich sag mal, eine höhere Meinung, weil wer bin ich? Und ihr habt ja einen schönen Account. Ich bin ein Niemand. Ich bin ein Niemand. Ich zitiere nur das, natürlich, was in der Bibel ist. Natürlich. Ja? Alles Sandkörner. Ich danke euch, Geschwister, ja. Ja, bitte, ebenfalls. Bitte nehmt ihn mit in eure Gebete, ja. Ich danke euch. Auf jeden Fall, Gottes Frieden. Machen wir auf jeden Fall. Machen wir auf jeden Fall. Vielen Dank. Ich küsse dein Herz. Shalom, Bruder Mensa. Shalom. Shalom. Ciao. So, unser Bruder Mensa in der Herr. Was geht, meine Brüder, meine Geschwister? Ich hoffe, euch geht's gut. Gott segne euch alle. Gott segne dich, mein Bruder. Gottes reichen Segen auch an dieser Stelle von mir. Ich auch, Bruder. Sebek in the house, Mann.
Mein Bruder Sebek. Ja, mein Bruder. Servus. Wie sieht's denn eigentlich am Wochenende aus, mein Lieber? Bruder, das Wochenende ist aktuell frei. Echt jetzt? Ja. Ich denke, dann nehme ich mir vielleicht Zeit. Also, ich besuche tatsächlich einen Bruder, der hat eine Taufe. Also, die Kinder haben eine Taufe. Und ich werde bei der Taufe da sein. Ich werde jetzt nicht sagen, wer, aber es ist ein Bruder hier aus der Community. Und ich werde bei der Taufe da sein und danach wahrscheinlich werde ich dann Zeit haben, wenn du flexibel bist, dann warum nicht, ne? Safe, sehr gerne, sehr gerne. Also ich schicke dir auch nochmal meine Nummer, ist glaube ich ein bisschen entspannter. Ja, genau, weil, ja, genau. Okay. Und dann kannst du einfach mal durchrufen, wenn es passt und dann easy. Falls meine Saison vorbei ist, ich arbeite als Friedhofsgärtner, ne? Da könnten wir mal auch mal was ausmachen. Das ja, genau, Philipp, können wir auch machen. Ja, eins nach dem anderen. Also Leute, ich kann mich nicht dehnen, ja. Ich muss immer einen anderen Bruder zum nächsten, ja, so wie Mensa, wenn ich nach Berlin fahre, ja. Da wo Mensa ist in der Ecke, da muss ich dahin fahren, dann muss ich nach Hannover fahren. Ich muss hier weltweit alle besuchen, ja. Also. Wir müssen ein Riesentreffen organisieren, glaube ich. Das kriegen wir hin, das kriegen wir tatsächlich hin. Das kriegen wir tatsächlich hin. Also tatsächlich habe ich ja in der Community gesagt, hey, was wir machen ist auf jeden Fall, dass wir uns irgendwo in Deutschland, ja irgendwo alle in der Mitte treffen. Also ich denke, wir haben einen Umkreis von 6 Stunden. Ja, wir rechnen jetzt einfach mal 6 Stunden, okay? Und irgendwo in der Mitte rechne ich mal so mit 3, 4 Stunden. Ja, im allerschlimmsten Fall 3 Stunden. Ja, und ich denke, das ist mehr als fair. Wenn der andere Bruder 3 Stunden fährt, mein Gott, das ist okay. Ne? Bruder, wenn Frankfurt du das nicht machst, da kommt einer für die Hoffnung von 72 Jungfrauen und sprengt sich da in die Luft, Bruder. Der kriegt alle auf einen Schlag, Bruder. Nein, das wird nicht passieren, um Himmels Willen. Dann lieber bei mir. Ich wohne ja im Osten, hier gibt es keine Ausländer, Bruder. Kommt einfach her. Ich bin der Einzige hier. Dann sagt er, gibt es keine Ausländer. Ja, wie gesagt, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich organisiere das irgendwann mal die Tage dann oder ja die Wochen dann. Weil wie gesagt, das Wetter ist jetzt gerade noch nicht so. Erstmal, wenn es richtig warm ist und dann, genau. Genau. Mein Bruder Sebek, erzähl, was hast du denn auf dem Herzen? Bruder, eigentlich wollte ich mich nur kurz da integrieren in das Gespräch bezüglich des jungen Mann, der da kurz mal drinne war bei dir. Für das Gebet und diese ganze quasi mit alles zusammen und so. Das ist ja, ja komplette Irrlehre, ne? Das wäre jetzt alles andere als richtig. Das ist kompletter Götzendienst. Ja, eben. Und das wäre halt komplett so diese ganze Verwirrung, die halt einfach auch der Teufel stiftet, ne? Richtig. Und war jetzt auch so gerade für mich so gleich so, ich höre das nur so und denke mir so, hey, warte mal, da gibt's doch jemand, der genau sowas will. Und da muss man echt Acht geben davor, ne? Genau. Weil so viele Leute gibt es einfach zu viel. Wirklich zu viel. Ich habe es gemerkt, immer dieses Jahr, hey, wir müssen doch alle zusammen und hier und da. Klar, natürlich, ich bin auch für Frieden und für Harmonie, keine Frage. Aber wir wissen alle, dass Frieden nur kommen wird, wenn Jesus wiederkommen wird. Richtig. Und nicht Frieden davor. Kommt nicht wenn Jesus. So, wie ich das auch richtig ja. Amen. Durch genau. keine Amen. Politiker, durch keine Menschen oder irgendwelche Lebensretter in Anführungsstrichen. Also nur wirklich allein durch Jesus Christus. Absolut, Bruder. Ja, so ist es. So ist es. Da sprichst du mir aus der Seele. Frieden nur durch Jesus Christus und nicht durch einen Präsidenten oder durch einen, keine Ahnung, den Fürsten, was die da folgen. Nein. Frieden kommt nur mit dem Herrn Jesus Christus. Warum? Der Friedensfürst war Jesus Christus. Der Kriegsherr war Mohammed. Jesus war kein Kriegsherr. Ja. Jesus war was? Ein Friedensfürst. Richtig. Das ist der Unterschied. Ne? Amen. Ja, Amen. Mot Deus und Celia. Hey.
Ja, ansonsten, wie gesagt, Sebek, wenn du noch was sagen willst, ansonsten wechsle ich mal mit dem Kollege mit dem mit der schwarzen Flagge gleich. Aber wenn du, Sebek, wenn du noch was sagen willst, sag ruhig, ne? Nee, Bruder, also wie gesagt, mit Wochenende, da schicke ich dir gleich mal meine Nummer und dann können wir mal was starten. Gerne, gerne, Bruderherz, das ist gar kein Problem. Ansonsten stelle ich mich einfach auf Mute und wenn irgendwas ist, kannst du mich auch kicken. Nee, aber alles gut, ist dir überlassen, Bruderherz, alles gut. Ja, aber ich bin auf jeden Fall noch ein bisschen am Start hier. Ja, kein Problem, alles gut, perfekt. So, der Kollege mit der schwarzen Flagge, dann lassen wir gleich Menzer mal ein bisschen das Wort des Herrn verkünden. So, jetzt, mein Lieber, hello. Yo, 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 what are you doing, man? Mir geht's gut, wie geht's dir? Yo, yo, I love you, bro, I love you too, bro. I love you too, my brother. Bist du Muslim, bist du Christ? Yo, 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 yo. Muslim? Yo, yo. Yo, Christian? Yo, yo. What are you doing, man? How are you, man, bro? Ach, don't Kinder. Kick, man. Don't kick, man. I love you, bro. Der macht, der wollte dich, ja. Der wollte dich, wie heißt das, verarschen. Naja, das ist ein bisschen aua, aber naja. Naja. Also, Mensa, soll ich, über die Scheinargumente sprechen oder möchtest du ein bisschen das Wort des Herrn verkünden? Willst du starten? Mach erstmal das, was du machen willst und dann werde ich da zwischendurch einfach was sagen, wenn ich soll. Okay, super, super. Also Leute, wir haben hier einige Argumente, was die Muslimen bringen. Ja, was bringen denn die Muslime für Argumente? Jeremia 13,23. Oh, guck mal, das N-Wort kommt in der Bibel vor. Oh, wow. Wow. Krass, ne? Da sagen sie, hey, Leute, aufpassen. In der Bibel kommt das N-Wort vor. Aber eine Sache müssen wir ja beachten. Ja, das ist die Einheitsübersetzung. Klar, da steht das Wort drinne. Aber übersetzt im Lateinischen kommt das Wort Negro. Und Negro heißt schwarz. So, wenn wir hier von Jeremia 13,23 sprechen, dann müssen wir auch den Kontext beachten, um was es geht, meine lieben Geschwister. Ja? Schreibt es euch auf, denn ich lege den Vers aus für euch. Ja? Schreibt es euch bitte auf. Jeremia, Vers, Kapitel 13, Vers 23. Es geht darum, wenn ein schwarzer Kuschid kann ebenso wenig seine Hautfarbe ändern wie ein Leopard. Warum? Wenn wir hier in Jeremia Kapitel 13, Vers 23 lesen, lesen wir was ganz Bestimmtes. Da steht drinne: kann wohl ein Moor seine Haut verwandeln oder ein Leopard seine Flecken, dann könnt ihr auch Gutes tun, die ihr gewohnt seid, Böses zu tun. Darum will ich sie zerstreuen wie Stoppeln, die vor dem Wüstenwind dahintreiben. Die Muslime sagen sofort, ah, guck mal, die Dunkelhäutigen, die werden in der Bibel beleidigt und etc. pp. Und. Guck mal, du als Schwarzer akzeptierst die Bibel. Guck mal, wie die Bibel dich beleidigt. Das nutzen sie, um euch zu manipulieren, meine lieben Brüder und Geschwister. Warum? Wenn wir einen Vers zurückgehen, lesen wir was sehr, sehr Interessantes. In Jeremia Kapitel 13, Vers 22 lesen wir eine sehr, sehr, wir lesen was sehr Interessantes. Ich werde euch auch sagen, um was es geht. Es geht um die Sünde. Ja, bitte, meine lieben Geschwister, aufschreiben. Ja, und wenn du dann in deinem Herzen sprichst, warum ist mir das zugestoßen? So sollst du wissen, wegen der Größe deiner Sünde wurden dir deine Säume aufgedeckt und deine Fersen mit Gewalt entblößt. So, Mensa, wenn wir jetzt den Vers 22 lesen, den ich vorgelesen habe, um was geht es da? Ich habe nicht aufgepasst, nochmal bitte. Ich lese gerade nebenbei. Ah, okay. Also, ich wiederhole mich also nochmal. Guck mal, dieser Mensch da, normalerweise, der hört mir immer zu. Guck mal, der hat jetzt gerade nicht zugehört. Das geht so nicht, ja? Das geht so nicht, ja? Okay, also, Leute,
Mensa zum Beispiel, die Muslime, ich mache das ganz schnell, ja, also die Geschwister, ich denke, die meisten haben hier zugehört, ja. Meine Geschwister, alle liken, liken, nicht vergessen. Es geht um Jeremia Kapitel 13, Vers 23. Die Muslime sagen ja in der Einheitsübersetzung, ah, guck mal, das N-Wort kommt hier vor. Aber es geht darum, dass ein schwarzer Moschit kann ebenso wenig seine Hautfarbe ändern wie ein Leopard. So, denn lesen wir hier ja auch bei 23, weil sie benutzen sehr oft das Wort, kann wohl ein Moor seine Haut verwandeln oder ein Leopard seine Flecken? In der Einheitsübersetzung steht da das N-Wort. Kann ein N seine Haut verwandeln? Darum geht es. Aber wenn du die Einheitsübersetzung übersetzen tust, das Wort, das N-Wort, kommt das Wort Negro. So, Negro heißt schwarz im Lateinischen. Ja, übersetzt. So. Und wenn du aber ein Vers zurückgehst, ja, was die Muslime nicht beachten, ja, weil die Muslime versuchen ja, unsere ghanesischen Brüder auch zu verwirren und auch zu verarschen. Ja, das, bei manchen haben sie es tatsächlich geschafft, aber deswegen klären wir auf, dass unsere Brüder auch wach werden. Ja, wir lesen einmal, wenn wir ein Vers zurückgehen, Mensa, ja, und wenn du dann in deinen Herzen sprichst, warum ist mir das zugestoßen, was die Muslime niemals ansprechen, weil sie versuchen ja, unsere Glaubensbrüder zu verarschen. Ja, das machen sie ja, das wollen sie ja. Denn steht drinnen, so sollst du wissen, wegen der Größe deiner Sünde wurden dir deine Säume aufgedeckt und deine Fersen mit Gewalt entblößt. So, jetzt sagen die Muslime, oh, guck mal deine Augenfarbe, guck mal, der Schwarze wird beleidigt. Aber wenn wir jetzt einen Vers zurückgehen, Mensa, um was geht es da? Ja, es geht um Israel, ne? Die haben sich ja gegen Gott immer wieder gesündigt, ne? Gott wollte sie bestrafen. Und er sagt, die sollen sich nicht wundern. Ja, warum das passiert, die sind selber schuld, die sollen sich nicht beschweren. Richtig, so. Ganz kurz und knapp, es geht um die Sünde. Die Muslime sagen aber, oh, der Schwarze wird hier beleidigt. Aber hier lesen wir, dass es um die Sünde geht. Hier geht es nicht um irgendeine Hautfarbe. Hier geht es um die Sünde. So. Und dann, Leute, wenn wir sogar in Vers 26 gehen, bitte, bitte Leute, alle aufschreiben, alle die hier drin sind, bevor ich weitermache, bitte mal alle ein Herzchen für Jesus Christus, wenn ich weiß, dass ihr wirklich euch diese Sachen aufschreibt, weil diese Auslegung ist sehr, sehr wichtig, weil ich habe gemerkt, in den Streams verwenden sie diese Sachen hier, ja, Jeremia 13,23 verwenden sie gegen einige Christen, die, sagen wir mal, nichts wissen, ja. Da müssten Sie nur oben lesen, Ankündigung der Gefangenschaft für Juda. Es geht genau. Um Israel, wie es der Bruder Mensa schon gesagt hat. Ja, 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 genau. Deswegen, okay, alle schreiben sich das auf, das finde ich schon mal gut. Alle Notizen machen, das ist äußerst wichtig. Ja, anonym, mein Bruder. Wenn wir in Vers 26 weiterlesen, ja, wenn wir weiterlesen und in Vers 26 gehen, lesen wir. Darum will ich euch, will ich auch deine Säume über dein Angesicht hochziehen, damit man deine Schande sieht, deine Ehebrüche, deine Wiehern und deine schändliche Hurerei auf dem Hügeln und auf dem Feld habe ich dein Gräuel gesehen. Wehe dir, Jerusalem, willst du denn nicht rein werden? Wie lange soll das denn noch gehen? Also, es geht um die Sünde. Sie haben gehurt, sie haben Ehebruch begangen. Und viele andere schlimme Dinge. Ja. Und deswegen sagt Gott am Ende, wie lange soll das denn noch gehen? Es geht um die Sünde. Also merkt euch das, Leute, ja. Wenn die Muslime euch mit diesen Versen kommen, beachtet nur den Kontext, um was es geht, ja. Boom. Es geht um die Sünde. Tatsächlich, ich sag euch auch ganz ehrlich, ich habe diesen Vers sogar selber gelesen und selber ausgelegt und dann habe ich die Studienbibel aufgeschlagen und ich lag richtig. Ja, also meine Auslegung war genau 1:1 wie die Studienbibel. Ganz einfach, weil wer verstehen will, wird verstehen. Das heißt also, wenn wir das Evangelium Gottes verstehen wollen und das von Herzen, wenn wir den Herrn Jesus Christus vom Herzen bekennen, dass wir mit unserer Zunge bekennen, dass er Gott ist, dann werden wir die Schrift schon verstehen. Ja. Ja. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Und das ist die Auslegung zu Jeremia. 1. Samuel 15, 3 machen wir gleich. Ich lasse mal Mensa kurz weitermachen, das Evangelium teilen. Amen, Leute. Amen.
Amen. Ja, danke dir, Bruder. Also vor allem, was die Muslime nicht wissen oder nicht beachten, ist, dass dieser Vers sogar das Evangelium bestätigt. Denn der ganze Punkt, den Gott dort macht, ja, ist ja folgendes. Israel hat gesündigt, ja, und Jeremia, seine Botschaft war ja eine Warnung gegen Israel, ne, wo Gott versprochen hat, dass ein Volk aus dem Norden kommen wird und sie versklaven wird. Ne, das ist ja dann passiert durch das Exil nach Babylonien. Ne, das war ja alles prophezeit worden von Jeremia, von Jesaja, von Daniel und so weiter und so fort. Oder Daniel war ja selber im Exil. Lange Rede, kurzer Sinn. Gott sagt, kann ein Kuschit, in Klammern Schwarzer, seine Haut ändern. Damit will ja Gott kommunizieren, dass weil wir Sünder sind, ja, können wir uns nicht selber verändern. Ja, genauso wie ein Kuschit seine Haut nicht ändern kann, kann ein Sünder sich nicht selber verändern. So, was heißt das? Das heißt, Gott selber muss uns verändern. Gott selber muss uns retten. Gott ist derjenige, der uns verändern kann. Das ist genau die Botschaft des Evangeliums. Woher weiß ich das? Im Jeremia, im gleichen Buch, Kapitel 31, Vers 31, prophezeit Gott den neuen Bund. Ne, jeder kennt ja diese Stelle, wo Gott sagt, ich werde einen neuen Bund mit euch schließen. Ne? Und was hat er gesagt? Ich werde ihr Herz verändern. Ne, Gott hat versprochen, dass er einen neuen Bund schließen wird mit Israel. Es wird nicht wie der Bund sein, den er mit Israel damals in Ägypten geschlossen hat, beziehungsweise nach dem Auszug aus Ägypten, sondern er wird sein Gesetz in unsere Herzen schreiben. Wie ist das passiert? Das ist genau passiert, indem Gott uns seinen Heiligen Geist gegeben hat, der unsere Herzen verändert. Und genau das ist die Botschaft des Evangeliums. Kein Mensch ist in der Lage, sich selber zu retten. Nur Jesus Christus, ja, der echte Gott, der wahrhaftige Gott, er hat die Macht, uns zu verändern. Deswegen, lieber Moslem, verlass Islam, lieber Atheist, komm zu Jesus Christus. Ja, wir alle haben gesündigt. Ja, wir alle. Du, ich, Flex, alle anderen Geschwister hier, wir haben alle gesündigt. Aber der Herr Gott gibt uns eine zweite Chance, eine zweite, eine letzte und eine einzige Chance. Johannes 3,16, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus selber kam zu uns als Mensch. Ja, er hat den Werk vollbracht. Er hat sich kreuzigen lassen. Ja, er hat alles bezahlt, nicht wir. Nicht du, nicht ich, sondern er. Ja, ein Kuschit kann seine Haut nicht ändern. Ein Sünder kann sich nicht selber retten, sondern Gott allein hat die Macht, uns zu verändern, uns zu retten. Und genau das hat sich erfüllt in dem Herrn Jesus Christus. Und jeder, der ein anderes Evangelium predigt, laut Galater Kapitel 1, Vers 6 bis 8, jeder, der ein anderes Evangelium predigt als diese, er sei verflucht. Und genau das hat Mohammed, der Prophet, der 600 Jahre später kam, der Gott nicht kannte, der kein Augenzeuge war, der keiner der Apostel kannte, der Jesus nicht kannte. Er kam aus Arabien, ja, nicht aus Israel, sondern aus Arabien. Predigt einen komplett anderen Gott, predigt eine komplett andere Botschaft, verleugnet die Kreuzigung, verleugnet, dass Jesus der Sohn Gottes ist und verdreht komplett das Evangelium. Und laut Galater 1, und auch laut Johannesbrief ist jeder, der verleugnet, dass Jesus der Sohn Gottes ist, ein Lügner und ein Antichrist. Und jeder, der so an eine Botschaft glaubt, wird direkt in die Hölle gehen. Deswegen kommt zu der Wahrheit und lasst euch erretten. In Jesus' Namen. Amen. Amen. Leute, Mensa, also ich habe schon einen draufgelegt, ja, habe das ausgelegt, aber Mensa setzt noch mal einen drauf, Leute. Das ist schon hart, ne? Also der Kerl übertrifft schon alles, ne? Muss man sagen. Der Kerl ist eine Maschine. Der Bruder Mensa hat einfach die Kirsche auf die Sahnetorte gelegt. Ja. Aber ja, eine ganz, ganz große. Also der Kerl ist wirklich. Also ich glaube, der hat es mehr verdient wie ich. Bin ich gar, und das gönne ich dir auch, Bruder Mensa, sage ich dir ganz ehrlich, ich gönn's dir. Ja, genau, bezüglich, ja, bevor ich mit dem Walid spreche, Amen, bezüglich unsere Brüdern und Geschwistern hier, Leute, ja, wollte ich euch eine Sache nochmal erwähnen, Leute. Gönnt es euren Brüdern und Geschwistern, egal wer, gönnt es euren Brüdern. Ob der andere mehr hat, weniger, sonstiges was. Es ist vollkommen egal, Leute. Gönnt es euren Brüdern und Geschwistern.
Ja, sehr, sehr wichtig, Leute. Genau. Gönnt. Seid nicht geizig gegenüber den anderen Bruder. Seid nicht eifersüchtig gegen den anderen Bruder, sondern jeder soll gewinnen. Dankeschön, Dacciavelli. So, Mensa, ob jetzt in Nakasa, den Ballet. Ich bin gleich wieder da, Bruder. Ich hol kurz noch was zu trinken. Genau, okay, Bruder. Demütig hallo, sein und zeigen, du Bruder, verlehre den Herrn Jesus. Das hat er echt schön gesagt. Und das müssen ja andere, manche Christen hier lernen, die eifersüchtig sind auf andere Christen, weil die einen Zuschauer mehr haben und dann anfangen, über diese Leute zu hetzen und sagen, sie sind irgendwie besessen oder haben irgendeinen Pakt abgeschlossen oder haben mal mit einem Auge geguckt aus Versehen oder so. Es gibt ja solche hier. Hallo Walid. Hallo. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Was liegt dir auf dem Herzen? Ich wollte über den Christentum reden. Erzähl mal. Mir liegen zwei Sachen am Herzen. Mir liegen auch viele Sachen am Herzen, aber erzähl mal, was dir am Herzen liegt. Danach können wir darüber reden, was mir am Herzen liegt. Ich denke mal, ihr kennt euch bestimmt viel besser aus als ich im Christentum, wie ich das auch gerade von deinem Mund gehört habe. Kennst dich sehr, sehr gut aus. Naja, ich gebe mein Bestes. Okay. Wie können wir dir helfen? Die eine Frage, die mich beschäftigt, ist, wie kann es sein, dass Jesus sich selber anbetet? Wie geht das? Und was das? Bruder, bevor du antwortest, ich küsse dein Herz. Warte, hast du ein zweites Handy dabei, Walid? Nein, leider nicht. Kannst du mal ein Hadith aufmachen für mich, bitte? Ich küsse dein Herz. Kannst du bitte aufmachen? Ich kann kein Hadith aufmachen. Urbar gleich bitte. Ja, bitte, ich küsse dein Herz. Guck mal, diese Frage, dann wirst du die Frage nie wieder irgendwo stellen. Guck mal, der ist aus Bukhari und der ist Sahih. Al-Adab al-Mufrad, 645. Wenn du einmal für Mohammed betest, Allah betet 10-mal für dich. Du steht wirst nie Koran. Wieder ein Christ. Ja, das ist ein authentischer Hadith aus Bukhari und der ist Sahih. Nein, steht also, aus dem Koran. Warte mal ganz kurz, U-Bahn. Gib mir mal bitte eine Minute. Walid. Hörst du mich ja, oder? Ja, genau. Also erstens, Jesus hat sich nicht selber angebetet, sondern er hat zu dem Vater gebetet. Er hat zu einer anderen Person gebetet, der ebenfalls Mitglied der Dreieinigkeit ist. Nun, da ich jetzt deine Frage beantwortet habe, kannst du mir erklären, warum Allah sich selber anbetet im Koran? Ja, warte, ich bin doch gar nicht fertig. Nee, wir machen ja erst du, dann ich. Du hast eine Frage gestellt, ich habe geantwortet, jetzt will ich eine Frage stellen. Ja, aber ich will noch was dazu sagen. Ja, danach kannst du gerne was dazu sagen. Kannst du mir erklären, warum Allah sich selber anbietet und anpreist? Wo steht das? Sure 17, Vers 1. Im Koran? Ja. Und was steht da genau? Da steht, Preis sei dem, der seinen Diener bei Nacht von der geschützten Gebetsstätte zur fernsten Gebetsstätte, deren Umgebung wir gesegnet haben. Also wie du siehst, es ist Allah, der spricht und er sagt, Preis sei dem. Um das klar und deutlich zu sein, ganz kurz, Mensa. Glory to be him. Eigentlich müsste er sagen, gepriesen sei ich der Herr. Er sagt aber, glory to be him. So, zu wem spricht Allah? So, jetzt bitte, Mensa, bitte mehr, Kassa. Genau, erzähl mal. Sure 17, Vers 1. Okay. Preist Allah sich selber oder wem preist er dort? Ich weiß es jetzt nicht genau, aber sehen wir es so. Die Übersetzungen meistens, also alle Übersetzungen, die meisten Übersetzungen werden falsch. Sind falsch. Die meisten Übersetzungen sind falsch und das wissen wir auch. Also bestätigst du, dass du Imam bist? Ich weiß es nicht. Ganz gut. Kannst du Arabisch, Walid? Nein. Ja. Dann bist du ja kein richtiger Muslim, weil du ja nur auf Übersetzung vertraust. Was soll das heißen? Ich bin kein richtiger Muslim. Du hast deinen Koran nicht verstanden, du verstehst deine Gebete nicht, also... Folgst du einer Religion, die du nicht verstehst? Ich kann aber Arabisch nicht lesen. Das hat nichts damit zu tun. Ja. Ich habe trotzdem von meinem Imam einiges gelernt. Okay, also können wir den Vers zusammen auf Arabisch eine Wortstudie machen und gucken, was die Wörter bedeuten? Geht das? Mach mal. Okay. Wir wollen dir nur helfen, Walid. Damit alles du erkennst ich einfach, will, dass... Ich will auch nur ein paar Sachen wissen. Mehr wollte ich auch gar nicht. Ja gut, aber wir wollen dir zeigen, dass du einen falschen Gott dienst. Astaghfirullah, mein Bruder, das würde ich jetzt nicht sagen. Doch, weil Mohammed sagt, die Sonne ist unterm Wasser. Wie bitte? Ja,
Das ist mein Ernst. Euer Prophet sagt, die Sonne ist unterm Wasser. Das ist der größte Fehler überhaupt. Seit wann ist die Sonne unterm Wasser? Also davon weiß ich jetzt nichts, aber wenn man so bedenkt, das ist jetzt eine ganz andere Zeit. Die Sonne kommt hoch, wenn man am Meer schaut, zum Meer schaut und die Sonne da hochkommt, kommt die Sonne hoch, so fertig aus Ende. Dazu kann ich nichts sagen. Er sagt, die Sonne ist unterm Wasser, also das heißt unterm Wasser, über dem Meer. Also da hat gerade also der Kalima geschrieben, da hat der Kalima ganz kurz bitte, der Kalima hat gerade ihm geschrieben, ich habe es dir gestern erklärt. Nein, Kollege, du hast einen Hadith zitiert, der mit dieser Geschichte nichts zu tun hat. Und wenn du quasi einen Hadith zitierst, was mit dieser Geschichte nichts zu tun hat, dann sind eure Gelehrten oder eure Quellen widersprüchlich. Und das ist der Fehler bei euch. Und deswegen, das weist nicht auf einen wahren Gott, den ihr dient, sondern selber euer Gott, der Allah sagt sogar, die Sonne ist in einer schlammigen Quelle. Das ist der größte Knockout überhaupt, weil die Sonne ist nicht bei einer schlammigen Quelle, ist Schwachsinn. Ja. Und dann noch zu sagen, dass Gott unter den Thron oder über den Thron ist, ist schon mal der größte Fehler, weil Gott ist unerreichbar. Ihr knockt euch selber aus jeden Tag, das merkt ihr schon gar nicht. Ja, jetzt, Mensa, bitte mehr, Kassa. Ja, ich denke, der Walid ist leider nicht so wissend. Deswegen, also Walid, da du unsere Frage nicht beantworten kannst, du meintest, du hast noch eine Rückfrage, stell die und dann würde ich dich bitten, runterzugehen. Weil sonst heißt es, wir reden nur mit Unwissenden, weißt du? Okay. Der Heilige Geist, Jesus und Gott. Wie funktioniert das? Drei Götter auf einmal. Ja, das ist nicht drei Götter, sondern das ist ein Gott. Ja, der existiert in drei Personen. Ja. Und diese drei Personen sind eins. Ja. Deswegen. Und wie das funktioniert, kann ich dir nicht erklären, weil das ist ein Wunder. Wunder sind Wunder, weil man das nicht erklären kann. Das sind unerklärliche Dinge, die nur Gott tun kann. Also Gott tut Wunder und Gott ist ein Wunder. Und deswegen müssen wir ihn so annehmen, wie er ist. Das gibt keinen Sinn. Gott gibt's nur einmal, nicht dreimal. Okay, danke, dass du da warst, ja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich wollte noch auf Sure 17, Vers 1 gehen. Entschuldigung, dass ich mich reinmische. Mensa, ich danke dir für deine Ehrlichkeit, dass du ehrlich bist. Ich danke dir, Respekt, vor Respekt, wirklich. Und du, wo ist der? Abgehauen, ne? Wenn du nicht einmal kennst, die fragen dich auf simple Frage, du kannst nicht antworten. Was machst du verdammt nochmal hier? Was machst du? Du Schande wie Muslim. Geisteskrank. Was Schande wie Muslim. Bro, schmeiß du raus. Der braucht einen Arzt. Okay. Der braucht einen Arzt. Deswegen, Mensa, sagst du dir danke. Mensa, danke, sagst du dir. Mit Ziegenbock rede ich nicht. Danke, Mensa. Dass du das gemacht hast, und das stimmt. Das Unwissende. Unwissende reden nicht mit ihm. Also, ich sag's dir nur eine Sache. Flex, ja. Allah sagt in Surat al-Kahf, er spricht von Dhul-Qarnayn, sieht. Nicht Allah sagte, die Sonne geht. Das heißt, er hat sie gesehen. Schönen Tag. Aber jetzt ist er raus. Der Typ braucht Hilfe vom Arzt. Der braucht einen Psychologen, der Mann. Der braucht andere Hilfe. Das war die Liebe des Islam. Aber ganz kurz, ich muss nur kurz was sagen. Aber am Ende des Tages, Hamdi, du bist immer noch Schia. Ja, du bist kein Sunnite mehr, du bist Schia, Hamdi. Ja? Deswegen nimm's mir nicht böse, Hamdi, aber du bist Schia. Du darfst keine sunnitischen Quellen zitieren, mein Freund. Du bist Schia. Ne? Merk dir das. Ich habe das gesehen, wo der Bruder Urban das gezeigt hat. Ich habe gedacht, krass, ey. Der hat einfach Schia. Na, für Sure 17, Vers 1, weil er ist ja rausgegangen. Das Wort heißt Supan. Das erste Wort Supan Illa. Also, wir sagen doch Supan Allah. Allah sagt das selbst zu sich. Also, die Übersetzung ist genau richtig, ja. Sogar noch schlimmer, also, wenn du es auf Arabisch liest. Supan Allah. Ja, das fängt mit Supan Illa. Das sind die ersten zwei Wörter. Also, das ist auf Arabisch viel, viel schlimmer als die Übersetzung. Bruder, ja, die sollen froh sein, dass das nicht übersetzt ist, richtig. Also, guck mal, ich finde das ja okay, wenn Hamdi gesagt hat, ja, so und so und so, aber Mohammed hat was anderes gesagt. Also, wenn wir die Hadithe nehmen, Mohammed hat gesagt, die Sonne ist unterm Wasser. Da war einer, der hat ihn gefragt, so, ja, wo ist denn die Sonne? Und dann sagte er, only Allah knows best.
Okay, ja gut, wenn nur Allah es kennt, ja okay, dann hat man ihn gefragt, ja, wo ist denn die Sonne jetzt? Dann antwortete Mohammed und sagte, es ist unter einem warmen Wasser. Oxobillah, seit wann ist die Sonne unter einem warmen Wasser? Hamdi hat doch gesagt, Ibn Kathir, das kann man nicht mal leugnen. Hamdi hat mal gesagt, Ibn Kathir ist Amerikaner. Dann hat er gesagt, Ibn Taymiyyah wusste nicht, was er schreibt. Also der Mann ist schon längst sein eigener Gott geworden. Der ist doch kein Gläubiger. Das ist ein Satanist, der hat doch keinen Glauben. Das ist so. Abu Belgrad, Shalom. Abu Belgrad, Bessi, seht das. Man hört dich nicht mehr, Bruder. Flex, du bist stumm, man hört dich nicht, Bruder. Ach so. Abu Frey, danke schön, meine lieben Geschwister. Und danke, Mensa. Abu Frey, hörst du uns? Ich höre schon. Was? Ich höre schon. Wir hören dich aber ganz schlecht. Wir hören dich nicht. Wir müssen mal einen anderen hochholen. Wir hören dich nicht. Das hört sich an, wie als würde ein Opa reden. Sorry. Wir müssen einen anderen hochholen. Oder unter Wasser. Keine Ahnung. So wie die Sonne unter Wasser ist, so hören wir das. Oder Jibril an der Leitung. Ich weiß nicht. Ist ein bisschen schwierig, ne? Oder aber warum geht die Sonne unter Wasser nicht aus? Genau, das ist eine oder schickt Allah Engel, die Sonne jeden Morgen anschmeißen. Ja, das ist voll komisch, ey. Wahnsinn, Wahnsinn. So, Said, hallo? Black African Monkey. Kinder, ey. Okay, danke schön, dass du da warst. Kleine Kinder, jetzt wollen wir hier nicht. So, Wahnsinn, was heute alles reinkommt, ne? Wahnsinn, Wahnsinn, Leute. Alle haben Funkgeräte. Die reden alle so versteckt, so als könnten sie nicht reden. So als müssten sie sich vor irgendjemand verstecken, dass sie gesucht werden oder so. Wie oh mein Agenten, Gott. Wie Agenten, Bruder. Oh mein Gott, ich werde gesucht. Bruder, du hast gerade ausgesehen wie dieser eine Schauspieler von Police Academy, der so alle Geräusche machen kann. Ja, ist der ist so, so cool, der Typ, Mann. Aber, der ist aber, so cool. Der Beste war jetzt gerade wieder der Hamdi, wo er gesagt hat, raus mit dir. Ja, ja. Seine Jeans haben hinten an seinen Anus gespielt. Ey, hör doch auf, so zu reden, ey. Nicht normal. Steht halt also bei gut. Ihm, was soll ich denn machen? Es steht halt da, dass der Djinn hinten spielt, bis sie pupsen. Es steht halt da. Also Leute, jetzt bleiben wir ernst und dann lassen wir Mensa oder Abu Belgrad das Wort verkünden, weil unser christlicher Eminem ist jetzt hier drinne. Ja, das ist der Belgrad, eine Maschine. Genau, Leute, ich habe vorhin euch was gesagt und das ist mir äußerst wichtig, dass ich das nochmal erwähne, auch für euch nochmal. Also, Leute, es spielt keine Rolle, ob der andere Bruder besser ist wie der andere. Es ist wichtig, dass wir die Brüder pushen. Ja? Sei es ein Abu Belgrad, sei es Mensa, sei es ein Philipp, sei es Abu Ziege, sei es egal wer, Zebek, egal wer. Ja? Jeder soll ebenfalls oben, da oben stehen, egal wer. Es spielt keine Rolle, weil wir als Christen, wir dürfen nicht sagen, oh, ich bin jetzt eifersüchtig auf diesen Christen oder so. Nein, es ist vollkommen egal. Sei es Abu Belgrad. Abu Belgrad mehr erfolgreich sein wie ich, ich freue mich für den Bruder. Amen. Ist der Zebek mehr erfolgreicher wie ich, dann freue ich mich für diesen Bruder. Ist der Mensa mehr erfolgreicher wie ich freue mich für den Bruder Mensa. Ist der Philipp mehr erfolgreicher wie ich freue mich für den Bruder. Ist der ich Abu Ziegel mehr Bruder. Erfolgreicher wie ich, dann bin ich für den Abu Ziegel und sage, seht ihr Leute, das ist Demut. Und da merkt man, dass der Bruder im Glauben ist. Da merkst du, dass er im Glauben ist. Und das ist Liebe. Das ist und Liebe. Er hat Erfolg, ohne andere in den Dreck zu ziehen. Er braucht das nicht, Namen zu erwähnen, Fitna zu machen.
sich höher und niedriger zu stellen. Das wollte ich genau gerade auch sagen, Demut. Das ist das richtige Stichwort, auch in der Bibel, demütig zu sein. Und genau, weil, ich sag euch warum. Das hat uns Jesus Christus nicht beigebracht. Leute, ich bin zwar nicht perfekt, aber wenn es um solche Dinge geht, dass wir über Gott sprechen, über den Herrn Jesus Christus und diese Demut einfach, den anderen die Möglichkeit zu geben, Leute, dann tut es. Ja, wenn Belgrad hochkommt, von mir aus, ich gebe sogar Belgrad meinen Account und sage, hey Bruder, wenn du in meinen Account predigen möchtest, mach einfach. Ja, habe ich auch kein Problem damit. Ich vertraue die Brüder schon blind irgendwo. Mensa zum Beispiel, würde ich meinen Account, wenn ich eine Woche Pause machen würde, ich würde ihnen sogar meinen Account für eine Woche geben. Ich weiß ganz genau, wenn ich zurückkomme, ist alles okay. Ja, weil ich vertraue dem Bruder. Ganz ja. Einfach. Ja. Vor allem, das erinnert mich an eine Stelle in der Bibel, wo die Jünger von Jesus, die haben ja gesehen, wie jemand andere Menschen getauft hat, ja, und sie wollten ihn davon abhalten und die haben das dann Jesus erzählt und Jesus meinte, hey, lass ihn, weißt du, weil wer nicht gegen uns ist, ist für uns, verstehst du? Wenn Flex über Jesus predigt, ist er automatisch mit mir. Ja, solange er die richtige Lehre verbreitet. Das gleiche gilt für Belgrad, das gleiche gilt für alle, die hier sind. Wir sind alle eins in dem Herrn. Verstehst du? Also wir dienen alle den gleichen Herrn. Wenn wir alle die gleiche Lehre verbreiten, dann sind wir eins. Ja, und deswegen diese ganzen komischen, gegen den zu sein, gegen den Fitner hetzen, weißt du? Also ich verstehe nicht, wie Menschen sowas tun können. Ja, das zeigt einfach nur, dass man sich selber pushen will, anstatt den Herrn Jesus zu pushen. Verstehst du? Jemand, der so etwas macht, ist fleischlich gesinnt. Und das ist etwas Schlechtes. Sehr schön. Amen. Da hat der Bruder Metzer wirklich was angesprochen. What? Ja. Wer hat geredet? Sepp, glaube ich. Sebek. Ach so, okay, alles gut. Ich glaube, Sebek hat sich nur kurz gemutet. Okay. Ja, da hat der Metzer was angesprochen, was sehr, sehr wichtig ist, Leute. Diese Demut müssen wir einfach haben. Ja, diese Demut. Leute, ich freue mich, wenn egal wer von den Brüdern erfolgreich ist, soll er erfolgreich sein, soll das zehnfach sein. Ja, egal wer. Wir müssen gönnen und nicht hassen und nicht gegen den sein und nicht gegen den anderen sein, sondern wir müssen es dem Bruder gönnen und sagen, hey Bruder, wow, sehr schön gemacht. Das ist wichtig. Das ist mir wichtig. Wenn Abu Ziegel richtig erfolgreich ist und, keine Ahnung, die Leute bekehrt oder, keine Ahnung, seine 5K-Zuschauer, ich freue mich für den Bruder. Wenn, das ist richtig auch so. Ja? Und egal wer, ja, es spielt keine Rolle. Hauptsache, wir unterstützen uns alle gegenseitig. Ja? Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich lasse jetzt den Bruder Belgrad drüber sprechen, also über das Evangelium. Ich bin gleich wieder zurück, ich muss kurz meine Nase putzen, dann bin ich wieder da. Abu Belgrad, du hast die Bühne, Bruder. Die Jeans rauspusten, mein Bruder. Du weißt, die sitzen ganz tief drinnen. Richtig. Ich weiß. Belgrad, was ist das? Also erstmal Gottes Segen an alle hier, wie immer. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt alle einen gesegneten Tag gehabt. Wir müssen verstehen, wozu tun wir diese Arbeit eigentlich? Tun wir diese Arbeit, um die Christen zu spalten hier auf TikTok? Tun wir diese Arbeit, dass Leute weiter wegkommen vom Herrn? Oder tun wir diese Arbeit, dass die Leute zum Herrn kommen? Wieso tue ich das? Wieso tut Abu Ziege das? Wieso tut Mensa das? Wieso tut Flexer das? Ich bin ja jetzt mäßig die Streamer, die man hier auf TikTok üblich kennt, beziehungsweise die regelmäßig streamen. Es geht darum, dass wir Leute näher zu Christus bringen. Was bringt das, wenn wir sagen, du bist orthodox, du bist Katholik, du hast kein Heil, du hast kein Heil? Leute, jeder wird persönlich von Gott selber gerichtet, weil es steht ja in Hebräer 12, dass Gott alle richten wird. Er selbst wird kommen und alle richten. Deswegen, Christus wird seine Schafe weiden. Keiner von euch hat zu bestimmen, der ist ein Christ, der ist kein Christ. Wer in der Lehre Christi ist, der hat Gott. Wer nicht in der Lehre ist, der hat Gott nicht. Wir glauben alle an die Trinität. Wir glauben alle, dass der Vater und der Sohn und der Heilige Geist ein Gott sind. Wir glauben alle daran, dass Christus wahrhaftig Jahwe ist. Nicht ein Gott, sondern er ist Jahwe. Er ist der Gott. Sehr, sehr wichtig.
Deswegen, Leute, bitte, ich bitte euch, spaltet nicht. Wieso tun wir das? Wir tun das für den Herrn. Wir tun das doch für den Herrn. Wir möchten doch, dass Leute gerettet werden. Denkt ihr wirklich? Es gibt Leute, die wurden bekehrt aus Arabien, aus muslimischen Ländern, die sind konvertiert zum Christentum. Manche von denen sind orthodox geworden, manche katholisch, manche Protestanten, manche freikirchlich, manche dies, manche das. Aber alle haben doch die Lehre des Christi, dass sie an den einzig wahrhaften Gott glauben. Denkt ihr jetzt, der orthodox ist, ist nur gerettet, die andere nicht? Nein. Nein, so ist das nicht. Christus weidet seine Schafe und wir sollen Schafe Christi sein, weil wir sollen in ihm sein und er bleibt er in uns, weil in Johannes 17 steht, dass wir alle wie er und der Vater eins sind, in ihm eins sind. Das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Da geht es um eine geistliche Einheit, von der hier Christus spricht. Wir alle sind Christen, wir können stolz darauf sein. Das Alte Testament spricht davon, wie Israel sich die ganze Zeit gegen Gott abwendet. Die ganze Zeit. Gott sendet seine Propheten zu Israel. Gott sendet sie immer und immer wieder. Ohne Ermüdung sendet er seine Propheten zu Israel. Was tut Israel? Das auserwählte Volk Gottes. Was tut Israel? Was tun sie? Sie sündigen immer und immer wieder. Sie beten andere fremde Götter an. Sie beten den Baal an, der fordert, dass man seine eigenen Kinder isst, TikTok-sportlich. Diese Götter dienen sie und in deren Namen weissagen sie. Aber Gott hat diese Propheten nie gesendet. Gott hat diese Propheten nie gesendet. So hat er auch Mohammed beispielsweise nie gesendet. Deswegen wurde auch nie in der Bibel prophezeit. Gott hat diese Propheten nie gesendet. Der letzte richtige Prophet ist Johannes der Täufer. Er hat Christus prophezeit. Christus ist nicht nur ein Prophet, er ist der Prophet. Er ist der Messias, er ist der Gesalbte. Er ist der König, er ist der König der Könige und der Herr der Herren. Er ist nicht ein Gott, er ist der Gott. Er ist nicht ein Herr, er ist der Herr. Er ist alles im Allen. Das steht im Kolosser Kapitel 3, Vers 11. Ihm sollen wir dienen. Dienen wir ihm, dienen wir Gott. Das ist die Sache. Es wird ja oft argumentiert in Johannes 14,1, glaubt an Gott und glaubt an mich. Dann sagt er wiederum Johannes 12 oder in Johannes 14 sagt er noch, wer mich sieht, sieht den Vater. Und in Johannes 12 sagt er, wer mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Bedeutet dieser Vers, bestätigt die Gottheit Christi. Er ist unser Gott. Er ist unser Heiland, auf ihn sollen wir vertrauen, auf ihn sollen wir all unsere Schuld legen, wie Mensa vorhin gesagt hat. Es ist sehr, sehr wichtig, wir können uns nicht selber retten, er rettet uns. Deswegen, wir sollten nicht auf unsere Werke direkt vertrauen, wir sollten auf ihn vertrauen, dass er uns befreit. Weil wir sind nicht gut, nur er ist gut. Nur der Herr allein ist gut. Deswegen sollten wir auf ihn vertrauen und uns, unsere Schuld ihm geben, damit er uns recht leitet, damit er uns den wahren Weg zeigt, weil wir haben eine sündige Natur. Leute, bitte ein Herz für alle, ein Herz für Jesus Christus in den Chat, ein Herz für Jesus Christus in den Chat, Leute. Bitte ehrt den Herrn, betet ihn an, betet ohne Unterlass, das steht in 1. Thessalonicher drinne. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir ohne Unterlass beten. Nämlich, das Gebet ist sehr, sehr wichtig. Ich muss sagen, mit dem Gebet ist alles möglich. Deswegen, Leute, betet den Herrn an. Ihm gehört die Lobpreisung in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Wunderschön. Amen. Da füge ich sogar noch was hinzu. In Matthäus Kapitel 2, Vers 2, sie sind gekommen, um das Baby anzubeten. Sie sind gekommen, um den Herrn Jesus Christus anzubeten. Amen. Ja, Amen. Ganz, ganz wichtig. Das Sohn Gottes, was sich entäußerte, Mensch wurde, die Knechtgestalt annahm, das nennt man Liebe. Amen. Leute, das nennt man Liebe. Ja, und nicht wie der Islam, die reden von Tauhid und Tauhid widerlegt sich von alleine und widerlegt sich selbst. Nein, wir haben dieses Problem nicht, sondern wir dienen dem wahrhaftigen Gott. Ein Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Drei Hypostasen, ein Wesen. Richtig. Was die Muslime natürlich nicht verstehen. Die Muslime sagen sofort, ja, ihr betet hier drei Götter an. Nein, tun wir nicht. Wir dienen einem wahrhaftigen Gott. Das Lamm Gottes. Er entäußerte sich. Und das hat er zur Liebe getan. Warum? Weil wir Sündiger sind. Ja? Nicht wie ein Allah. Nicht ein Allah, der zwei rechte Hände hat. Nein, wir dienen einem wahrhaftigen Gott. Hallo, Manuelsen, ich habe eine Frage. Enkelkralle, du wirst für den Herrn Jesus Christus mit deiner Aussage stehen. Das sage ich dir. Manuelsen, ich habe eine Frage. Ja, dann schieß mal los. War Rebecca wirklich 3 Jahre alt? Okay. Alle nur kurz stummen. Also, Bobo,
Denkst du, Rebecca ist 3? Denkst du oder bist du dir sicher oder unsicher? Nee, habe ich schon gelesen so. Kannst du mir das beweisen aus der Bibel, dass sie 3 Jahre alt ist? Ich habe ich bin mir so unsicher so, aber ich habe es gegoogelt und dann habe ich es da erfahren so. Und okay, bist du Moslem oder bist du Christ? Ich bin Moslem. Okay, beweis mir das mal aus der Bibel, ob sie 3 ist. Wenn das wirklich da drin steht, I take Shahada. Ich nehme die Shahada sofort. Ich werde heute sofort Moslem, wenn du mir das aus der Bibel zeigst, dass sie 3 Jahre alt ist. Sag Wallah. Ich kann nicht Wallah sagen, weil ich bin kein Moslem, aber ich nehme die Shahada. Okay, gleich, ich komme wieder. Alles klar, ich warte. Also Leute, die Challenge steht. Ne? Ich schieße sofort Shahada. Gucken wir mal. Ich wollte nur einmal kurz zwischenfunken. Ich würde jetzt rausgehen. Ja, sehr weg. Auf jeden Fall gottesreichen Segen. Und einen schönen Abend. Und Bruder, wir hören uns dann, ne? Wir hören uns, mein Bruder. Wir hören uns auf jeden Fall. Also, Gottes Segen dir. Gottes Segen, schönen Abend. Ciao. Ebenfalls. Bruder, Flex, musst du auch jetzt Telefonat führen. Bin dann auch mal raus. Vielleicht komme ich noch mal rein später. Gottes Frieden euch. Shalom. Ja, Gottes Segen. Jesus segne euch alle. Und Gott segne dich. Ciao, Bruder. Ciao, ciao. Alles geil. Okay, nehmen wir den mal hoch. Hey, ihr Mensch, das ist hier eure Herausforderung. Wow. Belgrad, jetzt wird's eng, ja? Jetzt wird's eng. Ich zitter schon, Bruder. Ja, ja, wir zittern alle. Wir zittern, ja. Alef Ghani, was können wir für dich tun, lieber? Ich bin einfach nur reinkommen, mal gucken, worüber ich rede, was los ist, welche Debatte hier offen ist, ob Falsches gesagt wird, falsche Lügen, falsche Wahrheiten, mal gucken, was hier abgeht. Also wir sind auf jeden Fall, sagen wir mal, gegen den Islam. Und wenn du sagst Lügen, hast du überhaupt Wissen über deine Religion? Ich bin ein Jahil, du bist ein Unwissender, wir alle sind Unwissender. Wir haben nicht studiert. Echt? Woher willst du wissen, dass ich ein Unwissender bin? Ein Wissender würde kein TikTok-Livestream machen mit 374 Zuschauern. Ach so, aber deine Imame, die hier auf TikTok sind, was sagst du dazu? Sind das auch Jahil? Meine Imame sind Sheikhul Islam ibn Taymiyyah, Abu Hanifa. Ich folge den Großgelehrten, nicht diesen komischen TikTok. Die Großgelehrten machen in YouTube auch Debatten. Sind das jetzt Jahils? Nein, die Großgelehrten, die haben ihre Organisation. Ah, hast du selber ins Bein geschossen gerade, ne? Hab ich nicht. Du bist hier. Na klar, weil deine Großgelehrten machen in YouTube Debatten. Ja, es gibt einen Unterschied zwischen Studenten, die studiert haben, gelehrt haben, von Büchern übersetzt, von Großgelehrten gelehrt haben und einen wie dich, der in seinem Wohnzimmer sitzt und hier auf TikTok Livestream auf Prediger machen will. Ja, und ich widerlege eure Imame, was jetzt? Wie? Gib mir einen Beweis. Hol mal deinen Imam hier rein. Ich brauche meinen Imam nicht. Er ist viel zu schlau für dich. Er kann dich in 2 Sekunden auseinandernehmen. Wir brauchen den nicht. Danke. Du hast uns erleuchtet. Okay, du hast uns erleuchtet. Alles klar. Das haben wir beim letzten Imam gesehen, als wir ihm eine Quelle gegeben haben und er es gegen die Wand geworfen hat. Welche? Wie gegen die Wand geworfen? Was sind das für Redewendungen? Das Ding ist, ihr vertraut eure Imame blind und das ist schon traurig, weil ihr selber nicht guckt. Guck mal. Erstmal vertrauen wir nicht die Imame. Die Imame haben eine Reihenfolge, wie sie Sachen sagen und sagen. Die Imame sagen nicht was aus ihrer eigenen Gelüste, sondern die sagen das als eine Fetwa, als eine Lehre für die Shabab, für die junge Generation, für die Jugendliche, wie die Islam praktizieren. Die Großgelehrten haben studiert, haben Wissen. Du sitzt hier in deinem Wohnzimmer mit deinem Gaming-Setup hier und willst mir hier über Religion reden. Ja, danke. Du hast uns erleuchtet mit deinem Gaming-Setup. Dein Imam kann sich nicht mal ein Gaming-Setup leisten, Mann. Ey, bitte, sei ruhig, Mann. So, so viel Müll habe ich echt schon lange nicht mehr gehört. Also, der ist eigentlich nur hochgekommen, um zu kritisieren. Ja, du bist in deinem TikTok-Live. Das schmeckt dir einfach nicht. Ja, das schmeckt dir einfach nicht, dass ich deine Religion in 5 Minuten debanke. I debunk your religion in 5 minutes. Ja, die Religion des Islams in 5 Minuten, wenn ich will, nehme ich sie auseinander. In 5 Minuten. 5 Punkte brauche ich nur nennen. Und das zeigt, dass euer Buch nicht das Wort Gottes ist. Ganz einfach. 5 Minuten nehme ich das Ding hops. So, warte mal. Ah! Warte! Oh, Mist!
Adam, Eva? Eva! Bist du im Koran zu finden? Eva! Eva! Servus. I don't find him in Hauer. Hauer, wo bist du, Hauer? Ich finde dich im Koran nicht. Oh. Reicht jetzt mit deiner Show, ich bin da. Ja, ja, dann gib uns mal den Pferd. Zeig mal die Quelle. Ach so, ja. Es gibt tatsächlich neue Updates so. Ich wäre nichts gegen euch, ne, ne? Aber Neuen Testament und so, ich glaube, das stand im Alten Testament. Er hat es nicht gefunden. Habt ihr gesehen, Leute? Deswegen habe ich ihn rausgeschmissen. Ich glaube, es gibt einen neuen Update und er hat es nicht gefunden. Seht ihr, Leute? Nein, nein, er ist nicht geflüchtet. Ich habe ihn gekickt, weil er hat es nicht gefunden, hat er gesagt. Leute, wisst ihr, wo das Problem ist? Ich sag euch, wo das Problem ist, Leute. Ja? Sie hören und nehmen das auf und dann kommen sie zu uns in den Stream und sagen dann, hey, Rebecca war 3. Aber dabei haben sie selber nicht mal recherchiert. Das heißt also, ihre Lügenimame, ja, ihre Lügenimame oder ihre Gelehrten, wer auch immer, die das quasi bestätigen, dann plappern sie das nach, was der Imam sagt. Und dann, wenn sie in einer Debatte gehen und das erwähnen, oh, Rebecca war aber 3 und so, und dann suchen sie die Quelle dann plötzlich. Auf einmal finden sie nichts und dann denken sie sich so, oh, ja, aber ich sehe nicht drin, aber im Neuen Testament, dann fangen sie an, über was anderes zu sprechen. Habt ihr gemerkt, Leute, was für Menschen das sind? Dreimal dürft ihr raten. Habt ihr gesehen, was für Menschen das sind, Leute? Ich glaube, mehr muss ich nicht hinzufügen, Leute. Macht euch selber ein Bild, Leute. Macht euch selber ein Bild. Ja. Kostas, danke. Ich küsse dein Herz. Ein schlechter Anwalt, der Moslem kennt die Gesetze und ein guter Anwalt, der Christ kennt den Richter. Ein schlechter Anwalt, der Moslem, ein guter Anwalt, der Christ. Ey, das ist zu geil, Mann. Das ist zu geil, Mann. Ey, dieser Spruch ist heftig. Naja, was auch immer. Genau. Da hat der eine geschrieben, Hetzer, irgendwann bekommst du deine Rechnung dafür. Eigentlich sollte man deine ganzen Imame und deine Großgelehrten verklagen. Ja, dafür, dass ihr so viele Christen und andere Brüder im Glaube verwirrt und quasi verarscht habt. Eigentlich sollte man euch alle einsperren. Ja, eigentlich sollte man euch sofort das Staatsgefängnis ausliefern, bin ich ganz ehrlich. Das sind meine Worte. Ja, das sind meine Worte, bin ich ganz ehrlich. Euch sollte man direkt Staatsgefängnis, Hochgefängnis direkt ausliefern. Ohne Gnade. Ohne Gnade. Dafür, dass ihr so viele Christen weltweit verfolgt. Ja, und dass ihr Jesiden, 74 Genozide an die Jesiden, Armenier, Griechen, Albaner, also ich bin ganz ehrlich, eigentlich sollte man euch direkt ins Hochsicherheitsgefängnis stecken. Das ist meine Meinung einfach. Ja, einfach meine Meinung. Ne? So, TikTok sportlich. So, also gut. Meine lieben Geschwister, dann machen wir weiter. Wir gehen jetzt zu 1. Samuel Kapitel 15,3. Und dann lasse ich den Bruder Menzer wieder reden und dann Belgrad. Und dann, wie gesagt, ich möchte diesen Vers auslegen. Ja. So, an meine lieben Brüder und Geschwister, ihr wisst ja, in der Vergangenheit haben ja die Muslime sehr oft 1. Samuel Kapitel 15 Vers 3 benutzt, um Geschwister und Brüder im Glaube zu verwirren, die, sagen wir mal, gewisse Verse nicht beachtet haben. Leute, es gibt eine Sache, was wir beachten müssen. Warum? Weil da steht drinne, Kinder, Säuglinge etc. pp. Müssten dafür leiden. Der Bann konnte nicht komplett vollzogen werden bei diesen Menschen. Warum? Die Amalekiter, ja, die Amalekiter waren Gottlose. Ja, sie waren gegen Gott. Sie waren gegen Gott. Und wenn wir hier diesen Vers lesen, Muslime benutzen sehr oft 1. Samuel 15,3.
So zieh nun hin und schlag die Amalek und vollstreck den Bann an allem, was es hat. Verschone sie nicht, sondern töte Mann und Frau etc., Säuglinge, Kinder, Rinder und Schafe und Kamele und Esel. So. Der Bann konnte nicht komplett vollzogen werden. Warum? Moses ist Gott gehorsam. Moses ist Gott gehorsam, denn der Lohn für die Sünde ist der Tod. Warum ist es so weit gekommen? Warum? Der Pharao hat nicht auf Moses gehört. Der Pharao steht in Verantwortung für sein Volk zu schützen. Der Pharao hat aber nicht danach gehandelt. So, er hatte die Möglichkeit gehabt, umzukehren, aber dadurch, dass er nicht auf Moses gehört hat, ja, hat er sein Volk quasi in Gefahr gebracht. Und das beachten die Muslime nicht. Ja. Und darüber sprechen wir hier im 1. Samuel Kapitel 15, 3. Ja. Wenn wir jetzt sogar ein Vers weitergehen, und zwar, kleinen Moment. Zweiter Buch Mose, Leute, schreibt es euch bitte auf. Zweiter Buch Mose. Schreibt es euch bitte, bitte auf. Zweiter Buch Mose, Kapitel 17, Vers 8. Lesen wir was sehr, 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 sehr Interessantes. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Und Mose sprach zu Josua: Erwähle uns Männer und zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Okay? Morgen will ich auf der Spitze des Hügels stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Okay, also Amalek hat das Volk Israel angegriffen. Wer ist das Augapfel? Bitte Menzer. Wer ist das Augapfel? Welches Volk ist das Augapfel? Israel. Israel, dankeschön. Dankeschön. Abu Belgrad, wer ist das Augapfel? Der Abu Belgrad schläft gerade, kann es sein? Egal, alles gut. Abu Belgrad ist am Chillen, wahrscheinlich hier auf Klo oder so. Alles gut. Israel ist das Augapfel. Das heißt also, wir wissen, dass Yahweh das Volk Israel aus der Sklaverei befreit hat, weil der Pharao das Volk Israel versklavt hat. Okay? Und wir wissen, dass Gott mit seiner Kraft das Volk Israel befreit hat. Okay? So, und Mose sprach zu Josua: Erwähle uns Männer und zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf der Spitze des Hügels stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua machte es so, wie Mose ihm sagte, und er kämpfte gegen Amalek. Das heißt also, wenn er sein Stab nach oben hielt, dann waren die Israeliten oder beispielsweise es geschah Moses Hand und Israel die Oberhand, genau. Dann hatte Israel die Oberhand gegen die Amalek, ja, so. Aber wenn er seine Hand gesenkt hat, ja, dann waren die Amalekiter, dann hatten sie die Oberhand gehabt, ja. Das heißt also, sie haben einen Stein in Moses Hand gelegt, dass Moses die ganze Zeit seine Hand nach oben hält mit dem Stab, dass Israel die Oberhand hat über Amalek. Ja, ganz einfach. Denn die Amalekiter sind abgefallen, sie haben Gott verworfen, sie haben nie an Yahweh geglaubt, sie waren Götzendiener. Und ja, Gott hat, wie gesagt, dem Pharao diese Möglichkeit gegeben, umzukehren. Der Pharao hatte ein verhärtetes Herz. Und das ist der Kontext. Man muss beachten, um was es geht. Weil diese Muslime benutzen so gerne 1. Samuel Kapitel 15, 3, um alle zu manipulieren. Aber hier ist Endstation, hier gibt es keine Manipulation. Hier sind Leute, die aus der Bibel zitieren, und hier könnt ihr niemanden manipulieren. Kein Abu Belgrad, kein Menzer, kein Abu Ziege, hier ist Endstation für die Muslime. End of the road, genau. Hier ist die Löwengrube. Wer kommt? Ja, er kommt nicht mehr raus. Ganz einfach. Es ist einfach so. Amen. Ja, aber wir sind trotzdem nicht fertig. Deswegen notiert euch bitte die Verse. Ja,
Zweiter Buch Mose, Kapitel 17, Vers 8. Ja, wie gesagt, das sind die Auslegungen zu 1. Samuel, Kapitel 15, 3. Ja, dann gehen wir weiter zu 5. Buch Mose. Jetzt wird's interessant, Leute. Ja, jetzt wird's interessant. 5. Buch Mose, Kapitel 25, Vers 17, Leute. Merkt euch das bitte ganz gut. Schreibt euch das auf. 5. Buch Mose, Kapitel 25, Vers 17. Ich hoffe, Abu Belgrad und Mensa, ihr seid ganz dabei, ne? Weil wir gehen tief in diese Materie. Ne? Da sagt, gedenke daran, was dir Amalek antat auf dem Weg, als ihr aus Ägypten gezogen seid, wie er dir auf dem Weg entgegentrat und seine Nachhut abschnitt, alle Schwachen, die zurückgeblieben waren, als du müde und matt warst, und wie er Gott nicht fürchtete. Wenn dir nun der Herr, dein Gott, Ruhe gegeben hat, vor allem deinen Feinden ringsrum in dem Land, dass der Herr, dein Gott, dir als Erbe gibt, um es in Besitz zu nehmen, so sollst du das Andenken an Amalek unter dem Himmel vertilgen, vergiss es nicht. Ganz einfach. Amalek, der Lohn für die Sünde, ist der Tod. Ganz einfach. Denn Amalek hat Schreckliches getan und dafür werden sie bestraft. Ja, und deswegen wird dieses Volk bestraft. Der Bann, sie waren verflucht. Um es ganz kurz und knapp zu erklären, Amalek war verflucht. Der ganze Bann konnte nicht vollzogen werden. Ja, sie waren also verflucht. Ganz kurz und knapp erklärt eigentlich. Ja, aber wir gehen trotzdem einen Vers weiter, um es noch viel besser auszulegen. Ja. Wir gehen in 4. Buch Mose, Kapitel 24, Vers 20. Als er Amalek aber sah, begann er seinen Spruch und sprach, Amalek ist der Erstling der Heiden. Also, hier haben wir einen Punkt. Bitte, wer hat sich das aufgeschrieben? Bitte, 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 ein Herzchen für Jesus Christus hier drinnen. Ich möchte nur wissen, ob ihr das wirklich aufgeschrieben habt, meine lieben Geschwister und Brüder. 4. Buch Mose 24, 20. Wer hat sich's aufgeschrieben? Bitte. Sehr interessant, Leute, weil es geht darum, diesen Vers auszulegen, dass kein Moslem kommen kann und sagen kann, ja, aber warum tötet der kleine Kinder? Wir haben einen Kontext und das beachten wir hier gerade. Ja? Alle ein Herzchen für Jesus Christus, die sich das aufschreiben. Ja? Genau, also ich lege das noch aus, dann lege ich den nächsten Vers aus und dann lasse ich Mensa auch noch mal ein bisschen drüber sprechen und dann Belgrad, ja, ihr könnt euch dann beide entstummeln. Wenn wir in 4. Buch Mose 24, 20 gehen, lesen wir eine sehr interessante Sache auch. Ja. Und als er Amalek sah, begann er seinen Spruch und sprach, Amalek ist der Erstling der Heiden, aber zuletzt wird er untergehen. Warum? Amalek, es waren Heiden. Der Lohn für die Sünde ist der Tod. Warum? Diese Heiden waren Gott nicht gehorsam. Und deswegen wurden diese Heiden abgeschlachtet. Und deswegen die Vieh, die Kinder, die Säuglinge, etc. pp. Sie hatten die Chance umzukehren. Der Pharao hatte die Chance umzukehren. Aber dieser Pharao hat sich selber als Gott gesehen. Okay? Er hat sich selber als Gott gesehen. Und deswegen der Lohn für die Sünde ist der Tod. Ja? Wer nicht umkehrt, muss spüren. Wir haben Gott an unserer Seite. Ja? Der Pharao hatte keinen Gott an der Seite. Er hatte einen Gott gehabt, aber einen falschen Gott. Und dieser Gott war nicht mächtig. Ganz einfach. Aber unser Gott, unser Herr Jesus Christus, er ist wahrhaftig. Wir haben einen lebendigen Gott. Wir haben einen Gott, der uns führt, der uns das Evangelium gibt, der uns die Wahrheit gibt. Amen, Leute. Amen. Die Amalekiter waren Heiden. Amen, Leute. Fertig, Punkt, aus. Den nächsten Vers legen wir auch gleich aus. Jetzt lasse ich mal die beiden Brüder auch nochmal über diese Geschichte sprechen. Über 1. Samuel, Kapitel 15, 13, bezüglich den Auslegungen und den Versen. Und genau. Jetzt lassen wir mal Mensa und Belgrad reden zusammen. Genau, also danke schön, Bruder. Erstmal, ich lese mal den Vers, ja, vor. Bruder, du musst mehr am Mikrofon gehen, du bist leise. Okay, warte. Ist es besser jetzt? Okay.
Also, die Muslime lieben es, diesen Vers zu zitieren. Ich lese den vor, ja, weil wir Christen, ich wollte schon sagen, wir Muslime, auf keinen Fall. Also, wir Christen, wir schämen uns nicht, die Bibel zu lesen. Warum? Weil das ist Gottes Wort. Wir verstecken nicht irgendwelche Verse, so wie die Muslime gerne Sachen verstecken, sondern wir stehen dazu und deswegen werden wir das auch auslegen. Und ich lese das jetzt vor, 1. Samuel 15,3, da steht, nun zieht hin und schlage Amalek und vollstrecke den Bann an ihnen, an allem, was er es hat, und verschone ihn nicht, sondern töte Mann, Frau, Kinder, Säugling, Rind, Schaf, Esel und so weiter und so fort, ne? So, Muslime zitieren das und die sagen, guck, wow, guck mal, wie grausam, wie kann euer Gott so etwas tun? Okay, kein Problem. Zuallererst, wenn wir uns Suren im Koran angucken, oder auch die Hadithe, oder auch die Biografie von Mohammed, dann sehen wir, dass Mohammed ebenfalls andere Völker angegriffen hat, ja, aus allen möglichen Gründen. Okay, aber besonders, weil das Volk oder weil Menschen einfach Ungläubige waren. Das heißt, Mohammed, sein Zorn oder Allahs Zorn, war meistens nicht gegen ein bestimmtes Volk, sondern gegen einfach jeder, der nicht an den Islam geglaubt hat. Und daraufhin hatte Mohammed Befehl, sie zu bekämpfen oder sie sogar zu töten. Das hat Mohammed klipp und klar selber gesagt in Sahih al-Bukhari, dass er Befehl bekommen hat, Menschen so lange zu bekämpfen, bis sie den Islam annehmen. Also wir sehen, 1. Samuel 15, Vers 3 ist limitiert. Es ist limitiert gegen ein bestimmtes Volk. Es hat einen historischen Kontext, ja, und es ist limitiert zu einem bestimmten Zeitpunkt. Woher weiß ich das? Erstens, wir sehen im 1. Mose, dass Gott bereits Abraham davon erzählt hat. Bevor das überhaupt passiert ist, hat Gott 400 Jahre vorher Abraham diese Geschichte erzählt, ja. Gott wusste schon damals, 400 Jahre vorher, dass dieses Volk sündigt. Gott wusste schon damals, dass sie sich nicht ändern werden. Und Gott hat dennoch geduldig gewartet, bis sie umkehren. Ja, über 400 Jahre. Und wir sehen, sie haben sich nicht geändert. Und das war übrigens der Grund, warum Gott auch die Kinder getötet hat. Warum? Weil er genau wusste, diese Kinder werden genauso schlimm sein wie ihre Eltern. Und Gott hat bewiesen, indem er hunderte Jahre gewartet hat. Das heißt, von Generation zu Generation zu Generation wurden sie immer schlimmer. Sie haben sich nicht verändert. Also sollten sie alle ausgerottet werden. Punkt 1. Punkt Nummer 2. Woher weiß ich, dass es limitiert war gegen Amalekiter, gegen die Amalekiter? Flex, kannst du bitte 1. Samuel 15, Vers 6 bis 7 lesen. Du bist gestummt. Lies mal bitte, mach mal bitte Mikro an und dann lies mal bitte Vers 6 bis 7. Tatsächlich wollte ich das auch nochmal vorlesen. Oh, Belgrad ist weg. Okay. Objektiv ist stumm. Okay, sehr gut. Und Saul ließ den Kenenitern sagen, geht und weicht und zieht weg von den Amalekitern, dass ich euch nicht mit ihnen aufreibe, denn ihr tratet Barmherzigkeit an allen Israeliten, als sie aus Ägypten zogen. Genau. Da zogen die Kenaniter fort von den Amalekitern. Da schlug Saul die Amalekiter von Havila bis nach Shur, das vor Ägypten liegt. Dankeschön. Also wir sehen klipp und klar im Vers 6 und Vers 7, dass Saulus, bevor er angegriffen hat, hat er die umliegenden Völker gewarnt und ihnen gesagt, die sollen weggehen. Warum? Weil er sie nicht bekämpfen will, sondern er will nur die Amalekiter bekämpfen. Ja? Warum? Das hat er auch erklärt. Er hat gesagt, guck mal, ihr alle, ihr wart barmherzig, ihr habt uns nichts getan und deswegen soll euch nichts passieren und deswegen geht lieber weg, damit ihr nicht bekämpft werdet. Ja, und dann hat er sogar noch erklärt, warum die Amalekiter sterben sollen. Nämlich im Vers 6, ich lese nochmal, da steht, und Saul ließ den Kananitern sagen, geht weg, weicht, zieht weg von den Amalekitern. Ja, dass ich dich nicht mit ihnen wegraffe. Warum? Denn du hast allen Söhnen Israels Gnade erwiesen, als sie aus Ägypten heraufzogen. Ja, aber die Amalekiter haben keine Gnade erwiesen, sondern als die Israeliten in der Wüste waren und sehr, sehr schwach waren, haben die Amalekiter die Israeliten angegriffen. Die wollten die Israeliten auslöschen, vernichten. Und genau deswegen war Gottes Zorn
nur gegen die Amalekiter gerichtet. Also liebe Muslime, ihr seht, alles was in der Bibel passiert, hat einen Kontext. Ja, und wenn Gott sein Gericht ausübt, dann ist es meistens... Warum jetzt Muslime aber? Was sagst du? Warum jetzt Muslime aber? Na, weil ihr Muslime immer wieder diesen Vers als Scheinargument benutzt. Deswegen sprechen wir. Ganz kurz bitte, objektiv. Wäre gut, objektiv. Wenn du mich erstmal reden lässt, ja, wir können gleich darauf eingehen, keine Sorge. Aber wenn du hier hochkommst, dann lass mich erstmal ausreden, bevor du einfach anfängst, einfach dazwischen zu reden. Oder also, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du zum Beispiel Sura 9, Vers 29 liest, ja, es ist nicht gegen ein bestimmtes Volk, sondern es ist gegen alle Christen und gegen alle Juden und gegen alle Ungläubige. Ja, wenn du aber 1. Samuel 15, Vers 3 analysierst, dann ist es nur gegen die Amalekiter und es hat einen Grund und es ist begrenzt, ja, auf einen bestimmten Zeitpunkt. Das ist der Unterschied zwischen dem echten Gott und dem Gott der Muslime, der nur blutdürstig ist und nur will, dass alle anderen, die nicht Muslime sind, von Mohammed getötet werden. So, objektiv, ja. Was liegt dir auf dem Herzen? Ganz kurz, Mensa, ich füge noch objektiv, bitte ganz kurz stummen. Sehr schön gesagt, objektiv, du musst dich nur ganz kurz stummen. Ganz kurz. Mensa, du hast es sehr, sehr schön gesagt. Übrigens, den Vergleich, den du sogar im 1. Samuel 15, 6 gebracht hast und 7, sehr, sehr gut gesagt. Um das noch besser sogar auch noch, sogar noch was hinzuzufügen, ja, sorry. Lesen wir sogar im 4. Buch Mose, Leute, Kapitel 14, Vers 43. Denn die Amalekiter und die Kanaaniter sind dort vor euch und ihr werdet durch das Schwert fallen, denn weil ihr euch von der Nachfolger des Herrn Jesus, also des Herrn, abgewendet habt, wird der Herr nicht mit euch sein. Sie haben sich abgewandt von Yahweh. Und deswegen wird der Herr nicht mit ihnen sein. Ja, und wer sind das? Das sind die Kanaaniter und die Amalekiter. Ja, und das ist der Grund, warum diese gefallen sind. Ja, sie waren Götzendiener, das waren Heiden. Amen. Die Bibel hat einen richtigen Kontext, nicht wie der Koran. Wir müssen hier nicht Hadithe, was weiß ich was auspacken. Der sagt was anderes, dieser Gelehrte sagt was anderes. Wir haben die Bibel, wir brauchen nichts anderes außer die Bibel. Amen. Fertig, Punkt, aus. Mic drop. Boom. That's it. So, Mensa, du kannst weitermachen. Genau, objektiv, was liegt dir auf dem Herzen? Ich bin hier hochgekommen, weil ich habe eine Frage für mein Verständnis. Okay. Ich wollte wissen, ob Maria Christin war, beziehungsweise wusste, dass Jesus Gott ist. Ja, das wusste sie. Seit wann? Seit Jesaja 17, Vers 13. Jesaja 7, Vers 13. Das bedeutet, seit wann? Seit der Geburt, nach der Geburt, vor der Geburt. Seitdem sie das. Vor der Geburt wusste sie es schon, weil sie hat eine Offenbarung bekommen. Krass, Alter. Also wusste sie, während sie in ihrem Bauch, ich sag mal jetzt Jesus hatte, dass das Gott ist in ihrem Bauch so? Mäßig? Ist ja, ja eigentlich ist so. Sie. Ist gar nicht ja, sie gemeint oder so, ne? Dicker, wenn du eine Frage stellst, dann lass mich antworten, okay? Hör auf, dazwischen zu reden. Ich weiß, das ist eine billige Taktik von euch Muslimen, aber das reicht langsam. Wenn ihr Fragen stellt, wenn ihr so billige Fragen stellt, dann lasst uns wenigstens antworten und hört auf, dazwischen zu reden. Ich weiß, dass ihr Jahil seid, ja, aber wenn ihr schon verständliche Fragen stellt, dann seid ruhig und lasst mich in Ruhe antworten. So, Maria wusste das, warum? Weil der Engel ihr das vorher proklamiert hat, okay? Abgesehen davon wurde das auch schon prophezeit im Alten Testament. Ich weiß, der Maria aus dem Koran, sie hat keine Ahnung, weil das ist eine Erfindung, genauso wie Mohammed, hat keine Ahnung gehabt. Aber die echte Maria wusste das und deswegen hat sie ihnen auch den Namen Jesus gegeben. Okay, hat Maria zu Gott gebetet? Ja, das hat sie. Guck mal, Flex, das ist Zeitverschwendung, deswegen lass... warum? Weil du mir objektiv nicht antworten kannst? Weil du weißt, worauf das hinausläuft? Guck mal, du bist vor einer Sackgasse, mein Freund. Du bist sehr, sehr schwach, rhetorisch schwach und von deinem Wissen auch sehr schwach. Weil sobald es eng wird, du läufst weg, was ist los? Ey, Flex, das wird eine Zeitverschwendung, Flex. Okay, Flex, lass ihn da. Guck mal, erstens objektiv. Warte, nein, beantworte mir meine Frage ganz straight. Warte mal, ey, guck mal. Hat Maria gebetet? Ja, sie hat gebetet. So, ich habe jetzt 5 Fragen beantwortet.
Ich habe jetzt 5 Fragen beantwortet. Also hat sie einfach ihren Bauch angebetet? Objektiv, weißt du, objektiv. Objektiv. Ich habe 5 Fragen beantwortet. Lass mich eine einzige Frage stellen, okay? Dankeschön. So, erkläre mir, warum laut Sure 6101 Allah eine Frau braucht, um einen Sohn zu zeugen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von dieser Sure und ich habe auch keine Ahnung von diesem Vers. Und ich kenne mich damit auch gar nicht aus. Also, okay, guck mal, jetzt muss ich ganz kurz unterbrechen. Okay, Mensa, ich wollte einfach nur wissen, ob Maria wusste, dass sie Gott in ihrem Bauch hat. Und ob sie danach ihren Bauch angebetet hat, mein Freund. Ja, objektiv, jetzt musst du mir kurz mal zuhören. Ganz kurz. Also, du hast keine Ahnung über dein Glauben. Du weißt gar nichts über diese Sure. Hast du gerade eben gesagt, dass ich Muslim bin? Wer hat das gesagt? Lass mich doch mal zu Ende reden. Weil ich eine kritische Frage stelle, bin ich automatisch ein Muslim für euch? Nein, du hast vorhin kritisiert, ich wollte einfach nur für mein Verständnis diese Frage beantwortet haben. Okay, verleugnest du ein Muslim zu sein? Verleugnest du ein Muslim zu sein? Ich weiß nicht, ob ich einer bin. Hast du mich nicht vorhin kritisiert, als ich über Muslime geredet habe? Ich habe gefragt, warum Muslime? Ganz normal. Okay, bist du ein Muslim, ja oder nein? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Was ein Film. Okay. Oh Mann, das ist unglaublich. Was denn? Du hast mir eine Frage gestellt, ich habe sie dir beantwortet. Warum unglaublich? Also objektiv, eine ganz kurze Frage. Ich möchte auch nicht, dass du mir ins Wort fällst. Also ich habe dich jetzt reden lassen, ich habe dir jetzt mal ein bisschen zugehört. Also du bist reingekommen, hast gesagt, ja, wenn es langsam für euch eng ist, dann wollt ihr flüchten. Nummer 1, keiner flüchtet. Nummer 2, wir haben halt keine Lust auf, sagen wir mal, hohle Gespräche. Nummer 3, du hast halt etwas gesagt, was mich sehr, sehr interessiert. Also, du sagst selber, du hast kein Wissen, du weißt gar nichts, du weißt nichts über diese Sure, du weißt einfach gar nichts, ja. Warum interessierst du dich dann für die Bibel oder warum kennst du plötzlich diesen Bibelvers, wenn du deinen eigenen Koran nicht mal kennst? Das heißt also, du kennst deine Religion nicht, du weißt nicht mal, was für ein Gott du da dienst, ja, aber sagst Alhamdulillah, aber kennst nicht mal deine Religion. Du weißt nicht mal, dass dein Gott 2 rechte Hände hat. Du weißt nicht mal, dass dein Gott auf seinem Thron schwer ist. Der Grund, warum er schwer ist in seinem Thron, all diese Dinge weißt du nicht. Du weißt nicht mal, dass Mohammed sogar gesagt hat, dass die Sonne unterm warmen Wasser ist. Nicht mal das weißt du. Also wie kannst du uns Christen kritisieren, wenn du gar nichts von deiner Religion kennst? Kannst du mir das bitte beantworten? Ja, sehr gerne. Mensa. Ja, du sollst deine Frage beantworten, dankeschön. Kannst du mir die Frage nochmal konkreter stellen? Ich habe dir jetzt zugehört, aber was konkret möchtest du von mir wissen jetzt? Also meine Frage konntest du ja eh nicht beantworten, aber Flex hat wie du gerade meine Frage auch nicht beantworten konntest. Ich wollte einfach nur wissen, ob Maria Gott angebetet hat in ihrem Bauch. Also ja, nochmal, du hast mich gefragt. Einfach, wusste ja, Maria, nein, da will ich doch gar nicht wissen. Erstens, du hast mich gefragt, ja, ob Maria wusste, dass Jesus Gott ist. Ich habe ja gesagt. Ja. Warum? Ich habe dir erklärt, dass sie eine Offenbarung bekommen hat. Ich habe dir erklärt, dass es auch prophezeit wurde. Im Jesaja Kapitel 7, Vers 13, eine Jungfrau wird ein Kind bekommen und sie wird ihnen den Namen geben, Emmanuel, das bedeutet Gott mit uns. Das habe ich dir schon vorhin erklärt. Und dann fragst du mich, hat sie ihn im Bauch angebetet? Was ist das für eine Frage? Soll ich jetzt philosophieren? Sag mal, eine Frage. Hast du meine Fragen beantwortet? Stell mir mal deine Frage bitte nochmal konkreter. Ich weiß gar nicht, worauf du hinaus wolltest gerade. Du meinst jetzt, warum? Das heißt, deine alles, Frage was ich war, gesagt ich habe, du hast mir gar nicht zugehört. Der hört gar nicht zu. Ich habe dir zugehört. Du meinst, ich habe keine Ahnung von meiner Religion und keine jetzt Ahnung von okay, Aramäer. Bitte, Aramäer. Kannst du nur das widerspiegeln, was ich gesagt habe, nur für sein Verständnis? Guck mal, was Flex dir klar machen wollte. Wie kannst du es ja nie wagen? Aber bei dir, der hat einfach sogar Dings hier, Sprecher und objektiv, so. Objektiv. Stabil. Wenn du in einen christlichen Livestream reingehst, wenn du traust dich, du gehst in christliche Livestreams rein, stellst Fragen über das Christentum, kennst anscheinend sogar gewisse Sachen im Christentum, aber wenn man dich selber was über deine Religion fragt, hast du gar keinen Plan mehr und du sagst selber, ich habe gar keine Ahnung, aber du beschäftigst dich die ganze Zeit mit dem Christentum. Was ist das denn schon? Schau doch erstmal, guck mal ganz kurz, Flex wollte dir sagen, schau erstmal, was für einen Gott du dienst, okay, du sagst, Alhamdulillah, ich bin Moslem, schau erstmal, was für einen Gott du dienst und dann stell diese Fragen an Christen. Aber wenn du selber gar keine Ahnung von deiner Religion hast, beschäftige dich doch erstmal mit deinem Gott und schau, was für einen Gott du dienst.
Alhamdulillah, ich bin Muslim. Alhamdulillah, weißt aber nicht, welchem Gott du dienst. Sehr schön. Du kannst denken, was du willst, ist kein Problem. Ey, Wahnsinn. Aber könnt ihr die Frage einfach beantworten? Ihr habt mir immer noch meine Frage nicht beantwortet. Warum flüchtet ihr vor dieser Frage oder der Antwort? Hat Maria, guck mal bitte, ja, beantworte mir nur diese Frage, mein Bruder. Mehr will ich doch gar nicht. Was hat Maria zu Gott gebetet, jetzt, während sie Jesus in den Bauch hatte? Deine siebte Frage jetzt, erzähl mal. Guck mal, meine zehnte Frage. Hat Maria zu Gott gebetet, während sie Jesus im Bauch hatte? Also Gott im Bauch hatte, ja? Ja, das hat sie und das habe ich dir schon vor 5 Minuten beantwortet. Und guck mal, ihr sagt mir gerade, ihr habt mir gerade 5 Minuten erzählt, euer Gott, dein Gott macht so, dein Prophet macht so. Digga, ihr glaubt an einen Gott, der in irgendeiner Frau drin war. Ich küsse euer Herz. Okay. Euer Gott muss auf Toilette gehen. Versteht ihr, was ich meine? Vielen Dank, du hast uns erleuchtet. Fühlt euch was, bleibt gesund, Männer. Dankeschön. Ciao. So sieht's aus. Genauso stumm bleiben bei solchen Aussagen. Fakt. Genau so sollt ihr dann reagieren. Perfekt. Alles klar, danke. Du hast uns erleuchtet. Also Leute, bezüglich des Islams. Jetzt debunke ich kurz mal. Ibn Kathir überliefert, Allah hat Rasterlocken. Babalocken. Der kommt rein, der kennt nicht mal seinen Gott, dass sein Gott Babalocken hat. Auf Allahs Thron. Warum wird Allah schwer in seinem Thron? Weil er zu viel Essen tut. Gibt es eine Überlieferungskette. Und die ist sogar Sai. Der kennt nicht mal seinen Gott, aber kritisiert unseren Gott und sagt, ja, aber euer Gott kam durch Maria und so. So, wenn wir jetzt vom Heiligen Geist sprechen, wie kam denn Isa auf die Welt? Traurig. Kritisieren unseren Gott, aber kennen ihren eigenen Gott nicht mal. Dass dieser Gott, den sie dir dienen, sogar ein Gewand hat, einen grünen Gewand und sogar goldene Pantoffeln hat. Laut Ibn Taymiyyah und Ibn Kathir. Er hat Babalocken, Allah hat Babalocken, Allah ist ein junger Mann. Das wissen alle die Gelehrten, dass es eine Überlieferungskette ist. Von Ibn Taymiyyah ebenfalls. Und dann kommen sie zu uns und wollen uns über unseren Herrn Jesus Christus wollen da spotten. Aber wenn wir über Allah reden, könnten wir den ganzen Tag lachen. Er hat zwei rechte Hände, hat ein Schienbein, das entblößt sich, es fliegt durch die Gegend und so. Ey, ich könnte den Islam in 5 Minuten auseinandernehmen. Schienbein fliegt überall rum, Babalocken, Allah hat goldene Pantoffeln, hat Schuhe, geringelte Haare, ist ein junger Kerl. Ich kann nicht mehr, Mann. Leute, das ist zum Lachen eigentlich. Ja, ich habe versucht, respektvoll zu sein, aber wenn ich diese ganzen Quellen auspacke, Ibn Taymiyyah, Ibn Kathir, was die Gelehrten über Allah sagen, Leute, ihr lacht euch alle kaputt. Ja? Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, dass wir diese Probleme nicht haben, dass wir dem wahrhaftigen Gott dienen. Ja, Schuh auf Köpfe. Oh Mann, Leute, das ist nicht mehr normal. Aramäer, mein Bruder, du kannst ein bisschen das Wort des Herrn verkünden. Da brauchst du leider die Schuhe. Ey Leute, Mom, das ist wie Comedy-Show, ich kann nicht mehr. Es ist einfach nur witzig. Einfach nur witzig. Aramäer, Bruder, verkünde ein bisschen das Wort und dann machen wir weiter, gleich mit Jesaja. Sehr gerne, Bruder. Ja. Damit wir auch von diesem Schwachsinn mit Comelori noch wieder wegkommen, sag ich mal, wir gehen mal auch wieder zur Bibel, weil wir haben auch vorhin das Gesprächsthema gehabt über Gott im Alten Testament, dass er ja so brutal war, dass er so anders war, dass wir, sag ich mal, bei unserem Gott bleiben. Dann lesen wir mal wirklich das Alte Testament im Kontext und schauen uns mal an, wie unser Gott, sag ich mal, im Alten Testament war. Da sehen wir schon, dass es da schon der Herr Jesus Christus war. Wir lesen, sage ich mal, im Buch der Weisheiten, in Kapitel 12, da heißt es in Vers 12 schon, genau, das spricht wieder eigentlich genau die Muslime an. Denn wer darf sagen, was hast du getan? Wer vermag sich deinem Urteilsspruch zu widersetzen? Wer könnte dich anklagen wegen des Untergangs von Völkern, die du selbst erschaffen hast? Wer wollte gegen dich auftreten als Anwand schuldiger Menschen? Wenn wir weiterlesen, dann steht ja auch, durch solches Handeln hast du dein Volk gelehrt, dass die Gerechte menschenfreundlich sein muss und hast deinen Söhnen die Hoffnung geschenkt, dass du den Sündern die Umkehr gewährst. Gott will,
dass der Sünder umkehrt, das will er. Du hast die Feinde deiner Kinder, auch wenn sie den Tod verdienten, sehr nachsichtig und nur nach und nach gestraft und ihnen Zeit und Möglichkeit gegeben, sich von ihrer Schlechtigkeit abzuwenden. Genau wie der Bruder Flex gesagt hat und Mensa auch, Gott hatte den Völkern damals mehrere hunderte Jahre gegeben, damit sie umkehren von ihren Sünden. Er hat sie nicht einfach so ausgelöscht, er hat ihnen Zeit gegeben, um umzukehren. Das will Gott. Gott will, dass sein Volk umkehrt. Und wenn wir auch, sag ich mal, weiterlesen, in Ezekiel 18, 23, da spricht wieder Gott. Habe ich etwa gefallen am Tod des Schuldigen? Spruch Gottes, des Herrn. Und nicht viel mehr daran, dass er seinen bösen Wege verlässt und so am Leben bleibt. Gott hat Gefallen daran, wenn der Böse von seinen bösen Taten, sage ich mal, abgeht. Wenn er weg von seinen Sünden geht und umkehrt. Das will Gott. Das will unser Gott. Er will ihn nicht umbringen. Er will, dass er umkehrt. Er gibt ihm sogar mehrere hundert Jahre Zeit. Okay? Und dann lesen wir in Vers 25 schon wieder so, als hätte Gott hier zu den Muslimen gesprochen. Ihr aber sagt, das Verhalten des Herrn ist nicht richtig. Hört doch, ihr vom Haus Israel, mein Verhalten soll nicht richtig sein? Nein, euer Verhalten ist nicht richtig. Wer sind wir, wer sind die Muslime, wer sind allgemein wir Menschen, dass wir Gott in Frage stellen, warum hast du das getan? Gott will die Umkehr des Sünders, Gott will, dass wir zu ihm zurückfinden. Gott will nicht unseren Tod. Das war alles, was ich auch dazu sagen wollte. Amen dazu auf jeden Fall, wirklich. Amen, Bruder, Amen, Aramea. Du hast nochmal was hinzugefügt und Hesekiel war das, okay. Hesekiel, hast nochmal was aus Hesekiel hinzugefügt und hast das nochmal schön kombiniert, wirklich sehr, sehr schön gesagt und genau, dann lasse ich noch Mensa und dann fangen wir gleich an mit Jesaja. Ja, da ist was sehr, sehr Interessantes, was ich euch auch nochmal vorlesen möchte. Amen. Amen, danke schön, Aramea, für das starke Wort. Ja, Leute, an die schon ein bisschen länger hier drin sind, ihr habt gemerkt, ja, bis heute die Muslime, wenn sie hochkommen, ja, es ist sogar schon traurig, also das merke ich selber bei mir im Stream, sie haben gar keine Argumente mehr, ja. Sie kommen, sie werden erstens entweder persönlich, ja, fangen an zu sagen, Manuelsen hier, da, weißt du, fangen an, Jeremia 13:23 zu erwähnen, ja, N-Wort hier, weißt du, fangen an zu beleidigen, ja, und fangen an, irgendwelche komischen Späße zu machen. Warum? Weil sie haben keine Argumente mehr. Das ist die Wahrheit. Wir haben alles widerlegt, was sie gebracht haben. Ja, sie sind so verzweifelt, dass sie Argumente bringen wie, ja, wie kann Gott auf Toilette gehen? Wo war Gott in Marias Bauch? Guck mal, das sind deren theologischen Argumente, Leute. Das ist so billig, wenn man mit solchen Menschen argumentiert, Bruder, man entwickelt sich zurück. Das ist der Grund, warum ich gar keinen Bock mehr habe, mit denen zu reden. Das ist wirklich, das ist traurig, Bruder. Ja, das ist so traurig. Aber das erinnert mich an Römer 1. Ja, Römer 1, da spricht Gott eigentlich über die Menschen, die Gottes Herrlichkeit ablehnen und sagt, dass sie halten sich zwar für weise, aber in ihrem Stolz sind sie dumm geworden. Ja, die sind so dumm geworden, weil sie einfach nicht nachdenken. Okay, sie denken, Gott muss so handeln, wie sie es für richtig halten. Ja, und glauben an einen Propheten, der nicht von Gott berufen wurde. Glauben an einen Propheten, der so krass blutshungrig war, dass sie den echten Gott Jesus Christus ablehnen. Das ist so traurig, Bruder. Aber solche Menschen, sie haben sich quasi die Hölle ausgewählt. Ja, Gott hat ihnen das Evangelium gegeben, ja, proklamiert durch uns, durch die Apostel. Ja, durch das Evangelium kam 600 Jahre, bevor dieser falsche Prophet kam und dennoch lehnen sie das Evangelium ab. Das heißt, wenn diese Menschen in die Hölle gehen, dann sind sie selber schuld. Ja, deswegen, liebe Geschwister, wirklich betet für die Muslime, weil ich merke wirklich, manchmal es hat keinen Sinn mehr, mit denen zu reden. Sie sind zu stur. Nur der Heilige Geist ist in der Lage, diese Menschen zu helfen. Nur der Heilige Geist ist in der Lage, ihre Augen zu öffnen, ihre Herzen zu öffnen. Und deswegen lasst uns, auch wenn es nicht einfach ist, auch wenn es wirklich schwer ist und anstrengend ist, lasst uns einfach für sie beten und hoffen, dass Gott einfach sein Werk tut, ja. Wir können das Evangelium so oft predigen, wie wir wollen, aber nicht wir haben die Macht, sie zu Jesus zu führen, sondern der Herr alleine hat die Macht, sie zu sich zu führen, weißt du? Ja, deswegen, jeder, der den Herrn Jesus Christus als Gott verleugnet oder seine Kreuzigung verleugnet, ist laut der Bibel ein Antichrist, ein Irrlehrer und ein Lügner und ist direkt auf dem Weg zur Hölle, in die Hölle. Deswegen kehrt lieber um zu dem echten Evangelium, denn es gibt keine andere rettende Botschaft als das Evangelium von Jesus Christus. Amen. Amen.
So. Amen, Bilal. Wie geht's dir, mein Bruder? Bin wieder zurück. Gottes Segen, Mensch, Gottes Segen, Aramea. Darf ich ganz kurz was sagen wegen dem Urlaub? Also es war ja eigentlich... Gib uns 2-3 Minuten. Ja, okay. Ja. So, der Kollege mit der arabischen Schrift, jetzt. Hallo. Hat man nicht... Ja, was liegt dir denn auf dem Herzen? Guck mal, ihr braucht euch gar nicht zu wundern, dass ihr beleidigt werdet oder dass eure Religion beleidigt wird. So wie ihr kommt und redet über den Islam, denkt ihr, ihr bekommt einen Kuss? Okay, darf ich kurz was dazu sagen? Erzähl. Okay. Bevor du andere kritisierst und sagst, ja, warum redet ihr über den Islam? Erstmal 74 Genozide an Jesiden, 360 Millionen Christen, die verfolgt werden, Armenier inklusive 1915, Aramäer inklusive 1915. Mein Kollege, euch sollte man in Hochsicherheitsgefängnis alle stecken. Du redest hier gerade über inklusive, ISIS. Ja, inklusive Juden, inklusive Christen, mein Freund, euch sollte man du direkt in Hochsicherheit... Über Sunniten, die sowas gemacht haben. Und Kurden auch noch. Kurden auch noch. Also, bevor du hier Christen kritisierst, kehre vor deiner eigenen Haustüre erstmal und dann kannst du über uns reden. Aber wenn du deine Geschichte nicht kennst bezüglich des Islams, komm nicht zu uns und sag uns, ey, aber braucht euch nicht wundern. Nein, diese Leute nicht Muslime, die so. Nein, unterbrech mich bitte ganz kurz nicht. Nein, wir Christen wachen gerade auf, mein Freund. Das realisieren die Leute jetzt langsam. Keiner hält mehr seinen Mund. Islam wird weltweit im Internet auseinandergenommen. Aber sowas von, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Islam, in den saudi-arabischen Bereich, die werden so hops genommen, sogar der Koran wurde in den saudi-arabischen Bereich, die haben den down gelegt sogar. Die haben die Webseite offline gelegt und ich kann dir auch sagen, warum. Ihr werdet richtig hops genommen gerade. Alle über dem Internet, ihr werdet richtig, Internet vernichtet euch. Einfach weil wir in der Wahrheit sind und Gott lässt sich nicht spotten. Das ist, deswegen dienen wir dem wahrhaftigen Gott, ganz einfach. Wenn dein Gott mächtig wäre, würde er was dagegen unternehmen. Aber weil du nicht den wahrhaftigen Gott hast, ja, geht ihr unter. Ganz einfach. Das ist die Wahrheit. Das ist eine Strafe von Gott, weil du redest hier gerade von Saudi-Arabien. Saudi-Arabien ist ein irregelehrtes Land. Das ach so, da wo die Kaaba ist, warte mal. Da wo die Kaaba ist. Die Regierung ist eine irregelehrtes Regierung. Warum also irregeleitet? Ihr habt eine Schreckenslage. Guck mal, ganz kurz, Bilal. Da wo die Kaaba ist, ihr hattet eine Heuschreckenplage. Das ist der heiligste Ort. Da war eine Heuschreckenplage. Lass uns mal zurück zum Alten Testament gehen. Der Pharao hat eine Heuschreckenplage ebenfalls gehabt. Weißt du warum? Weil er ein Götze war. Ebenfalls die Kaaba ist eine Götze und deswegen hat die Kaaba ebenfalls eine Heuschreckenplage. Und das ist nicht mal so lange her. Also wer dient hier dem wahrhaftigen Gott? Auf jeden Fall wir Christen. Ihr seid nicht in der Wahrheit. Ihr seid von der Wahrheit weit entfernt. Sorry, das muss gesagt werden. Die Kaaba ist ja so heilig, aber komischerweise habt ihr eine Heuschreckenplage. Ihr habt komischerweise eine Heuschreckenplage. Das Ereignis, ganz kurz, das Ereignis vom Alten Testament wiederholt sich gerade. Ihr habt eine Plage nach dem anderen. Dubai. Da brauchen wir gar nicht erst darüber reden. Über Dubai brauchen wir gar nicht erst drüber reden. Also da könnte ich so viele Sachen aufzählen. Ich glaube, das lasse ich lieber bleiben. Aber eure Kaaba mit eurer Heuschreckenplage und noch andere Sachen, da kannst du uns Christen nicht sagen, ihr dient einem wahrhaftigen Gott oder Allah. Ihr wisst nicht mal, wer Allah ist. Jeden Moslem, den ich frage, wer ist Allah? Ja, der ist allvergebend, der ist der Barmherzige, der ist der Allwissende, der Allgrößte. Wer ist dieser Allwissende, der Barmherzige? Dieser Gott muss sich doch vorgestellt haben, wer er ist. Hat er nicht getan. Also wem betest du da jeden Tag an? Kollege, kehre vor deine eigene Haustüre, bevor du Christen kritisierst. Amen. Dankeschön. Bilal kann reden.
Amen, Amen. Da sage ich nochmal Amen dazu. Guck mal, du redest so, ganz kurz, Zeit. Ganz kurz. Jetzt habe ich Redebedarf. Mit dem Urlaub nochmal zurück. Das hast du eben sehr schön gesagt. Wir haben nicht nur das Internet, sondern ich danke dem Herrn, dass er auch Brüder und Geschwister benutzt in Fleisch, dass sie dorthin gehen, aber im Geiste reden. Ich war im Urlaub und ich danke euch dafür, dass ihr sehr viele Leute haben gebetet und ich habe gemerkt, dass der Geist Gottes dort ist. Er hat mich gebraucht. Ich war sehr enttäuscht, weil ich gesehen habe, genau das, was dort drin steht in diesem Buch, wird in solchen Ländern praktiziert. Und ich habe wirklich, ich habe mich erschrocken, ich habe mich geekelt, wie die Frauen behandeln, wie Sklaven und egal, was im Koran drin steht. Ich habe selber wieder gesehen. Das war eine Auffrischung für mich, um noch stärker dagegen anzugehen mit dem Geist Gottes. Und das Schöne war sogar, dass sehr viele Leute dort wach sind. Sie hören zu. Sie sagen, das ist der Herr sieht alles, ja, und er hat seine Zeit. Und das Schöne ist aber, wer nach ihm ruft, wird sich finden lassen, von ganzem Herzen, wenn die Leute danach rufen. Und ich habe sehr viele Geschwister und Brüder gewonnen dort und sie haben das Wort verstanden und ich weiß, wo ein Samen gesät ist, dort wird blühen. Und vor allen Dingen, die haben auch hier dieses TikTok, sind die auch am Schauen, zwar auf einer anderen Sprache, aber das ist nicht schlimm. Sie werden wenigstens jetzt wach, in dem Sinne, dass sie gesehen haben, dass sie verblendet worden sind, dass sie unter einer Sekte sind, das haben sie auch verstanden. Sie haben gesucht und jetzt suchen sie den wahren Gott. Und immer wenn ich gehört habe, der Islam wächst, also ich glaube nicht, dass der wächst, der hat ja sowieso schon verloren, aber die Leute werden wach. Ja, es gibt jetzt keine, die werden alle aufgedeckt und die werden auseinandergenommen. Warum? Lügen haben kurze Beine. So. Genau. Und genau. Vor allen Dingen, und das, was du eben gesagt hast, die Regierung hier und da und das und hier, ja. Also, du kannst dich selber belügen, ja. Warum? Weil das Schöne ist, wenn so Brüder sind, die fest im Glauben sind und das Wort verstanden haben und auch das, was ihr noch nicht mal lesen könnt, den Koran, da wird ihr mit euren eigenen Wörtern wird er bombardiert und dann versucht ihr irgendwo abzuhauen in irgendwelche Löcher, aber ist auch nicht schlimm. Weißt du warum? Weil dort wird ja auch entlarvt und das ist das Schöne. Und der Islam wird nicht siegen, sondern der Herr Jesus Christus hat schon gewonnen, damit ihr das noch weißt. So nicht jetzt reden. No. Kann ich reden? Jetzt hast du das Wort. Amen. Also, das mit Frauen, dass Frauen versklavt werden und geschlagen werden, das ist laut den Sunniten eine Sache, man darf die Frau im Islam schlagen und alles mit der machen. Dann hat der Mann die Verantwortung für die Frau. Aber bei uns ist das nicht so. Die Frau hat den größten Respekt bei uns in der Religion. Ja, dann lies uns mal Sure 4, Vers 34 mal ganz laut. Der Koran, den du da bringst, das ist falsch übersetzt. Okay, dann nimm deinen. Du musst die, guck mal, diese Wörter auf Arabisch. Ja, alles gut, guck mal, nimm deinen Koran jetzt, nimm den jetzt, deinen jetzigen, nimm den. Ich hab den nicht gerade bei mir. Ah, wo bist du gerade? Beim der Einkaufen. Koran wurde von den Sunniten verfehlt. Der ist beim Einkaufen, der hat den Koran nicht dabei, der hat den irgendwo auf dem. Sei du mal leise, du kleinen Glatzkopf. Der hat ja gesagt, der Koran wurde verfälscht von Sunniten. Ja, sag mal nochmal, was? Der Koran wurde verfälscht? Der Koran ist nicht vollständig. Was? Der Koran bist du bekifft oder so? Klingt doch sportlich. Hast du Kamelurin ein bisschen getrunken oder so? Wallach, warte mal. Ja, nee, ich brauche nicht zu warten. Ich frag dich, ob du Kamelurin getrunken hast oder irgendwas. Na, kann das sein? Auf was soll ich denn warten? Dass du kannst doch ausreden. Hör mal, du kannst mich drum bitten, dass ich ausreden kann, ja? Und nicht, du kannst ihn ausreden, ja? Tu mal erstmal ein bisschen, ich weiß nicht, was für einen Anstand du von deinen Eltern gelernt hast, aber bei uns ist das so, wenn Große sich unterhalten oder mit dir spricht, dann hat man den Mund zu halten. Sagt das dein Koran nicht? Für mich bist du kein Großer. Für mich bist du ein Niemand. Ah, okay. Ja, dann unterhält sich mit niemand. Aber hast du zu viel Dinge Kamelurin oder so getrunken, oder was? Kamelurin ist bei mir haram. ist ja bei dir haram. Im Koran ist es erlaubt. Also ist bei dir, das, was dir gefällt, ist gut. Und das, was dir nicht gefällt, ist nicht gut, oder was? Lass mich doch mal ausreden. Was ist los mit dir? Ja, mit mir ist gar nichts los. Was ist mit dir los? Was ist mit dir los, Bruder? Guck mal deine Stimme an. Ich bin nicht dein Bruder. Ich bin für dich einer, der nicht würdig ist. Alles gut. Also dann fangen wir mal von vorne an. Alles gut.
Ja, mein Lieber, dann, was ist denn deine Frage? Du bist du Schia oder bist du... Schia bin ich. Okay, eine Frage. Kennst du die Quelle von Al-Kafi? Ja, Al-Kafi. Okay, ich werde es dir mal zitieren. Das kannst du auch gleich selber nachschauen, wenn du Google da hast. Von Al-Kafi. Du bist der Schiite, sagst du, richtig? Hm. Ja, von Al-Kafi. Die Imame haben ja gesagt, deren Kaka ist, duftet wie Parfüm. Und du musst deren Kaka essen, weil die Kaka, ich meine das ernst, ist kein Spaß. Das ist von Al-Kafi. Al-Kafi ist eine authentische Quelle. So, und diese Kaka darfst du essen. Ja, das heißt also, von dieser Imame, diese 12 Imame, diese Kaka kannst du essen. Ist eine authentische Quelle und das duftet wie Parfüm. Zeig mir mal die Quelle. Okay. So raussuchen. Falls jemand die Quelle schon hier hat, dann Leute bitte reinposten, weil ich muss in meinen Ordner alles nicht aussuchen. Alles bei Al-Kafi ist sahih, authentisch. Das ist sahih, das ist sehr authentisch. Nicht der ganze Buch ist sahih, nein, keiner sagt das. Doch, Al-Kafi ist authentisch. Mm-mm. Doch, was? Willst du jetzt Al-Kafi leugnen oder was? Nein, aber nicht alles ist authentisch. Wenn irgendwas dem Koran widerspricht, dann ist es nicht authentisch bei uns. Aha, okay. Dich denn verarscht? Widerspricht das denn dem Koran? Ja. Der Koran sagt dir nicht, du darfst es nicht machen. Zeig mir doch mal die Quelle, ich will das selber gucken. Ja, der Bruder sucht. Ja, alles gut. Weil diese schiitische Quellen, ich hab die hier, warte. Surah Al-Akaf. Warte, ich muss gucken, welche das nochmal war. Aber nimmst du überhaupt an den Koran an, wenn er verfälscht ist, laut dir von Sunnis? Ich nimm's an, aber es ist nicht verfälscht, es ist unvollständig. Was fehlt denn da? Warum ist der unvollständig? Zeig mir erstmal die Quelle, danach erkläre ich es dir. Wir können ja schon mal darüber reden, während er sucht. Da muss dir keine Stille sein. Ist der Bruder, warte, Flex, Hidayah S.A., da ist doch die Quelle. Das ist von Hidayah, okay, kleinen Moment, dann gucke ich mal. Ich glaube, das müsste sogar das sein, warte. Hidayah, warte, S, 1, 2, 3, mal gucken, vielleicht ist es die hier. Aramea. Ja. Aramea, wird nicht langsam langweilig. Bezogen auf? Gezogen auf, immer wieder dieselben. Doch, Bruder, wird langweilig. Der Mensa kann es bezeugen, der hat auch da keine Lust mehr drauf. Der hat schon keine Haare mehr auf dem Kopf. Das ist Katastrophe, Bruder, Katastrophe. Bruder. Ja, ist nicht schlimm. Also, ich finde ja auch gut, dass wir das auch lesen, gell? Ich glaube, ich hab's hier, warte. Das ist auf Arabisch. Ich brauche das auf Deutsch. Ich brauche das auf Deutsch. Ich glaube, das ist auf Arabisch. Doch, auf jeden Fall. Quelle, ich kann dann selber nachgucken. Auch wenn es auf Arabisch ist. Das ist Hidayah S123 Tafsir. Das ist, glaube ich, der Tafsir, oder? Warte mal kurz. Was lachst du? Du musst die Kaka von deiner... Was ist jetzt Hidayah 123? Was ist das jetzt? Warum lachst du? Was ist Hidayah 123 jetzt? Das ist die Quelle. Aber ich muss jetzt gucken, ob das die hier ist. Leute, ich kann es jetzt nicht unterscheiden, weil das ist auf Arabisch. Ich weiß jetzt nicht, welche Quelle das ist, ob es die oder die ist. Der Bruder, wie heißt der? Unser Bruder Elia hat die Quelle. Weil ich möchte hier nichts Falsches rausnehmen. Wenn der, ich rufe den Bruder kurz an. Solange lasse ich mal Bilal oder Aramer kurz mit dem reden. Ich rufe kurz mal den Bruder an, dass er mir die Quelle kurz mal durchgibt.
Okay, kein Problem. Da kann ich noch ein bisschen. Also wie gesagt, also ich war wirklich schockiert, ja, weil das bestätigt sich ja alles. Ich meine, Lesen ist ja anders und Sehen ist ja anders, ne? Und wirklich, die Leute, die werden dort so behandelt, also so mies behandelt, ja. Kommen wir nicht und mit das, Politik hier, kommen wir nicht. Ne? Hör mal, jetzt hältst du mal den Mund, ja? Jetzt hältst du mal den Mund und lässt mal groß reden, ja? Kannst ja noch ein bisschen Kamelurin trinken. Ich meine, das tut gut, das beruhigt dich und das ist gesund, so wie es deine Mohammed auch gemacht hat, ja? Also. Hab mal Respekt, red mal mit ja, Anstand, ja. Was ist los mit dir? Ich hab ja Respekt. Ich meine, ich beleidige dich nicht. Ich sag dir ja das, was im Wort steht, ja, bei euch. Ja, wenn ich dich beleidigen würde, das wäre anders. Dann würde ich andere Sachen sagen, aber mein Glaube lässt das nicht zu, weil dich als Mensch liebe ich, aber den Geist, den du in dir hast, la'anatullah. Ja, genau, ala dulli und ala dulli, alhamdulillah, Jesus, ja. Also, damit Bescheid weißt, du müsstest dich doch normalerweise daran erfreuen, wenn du solche Sachen doch hörst vom Koran, weil du musst doch daran glauben, oder nicht? Kann mir einer Elia kurz hier reinholen, dass ich dir die Quelle kurz geben kann? Also wenn möglich. Ansonsten, wie gesagt, ich finde die Quelle nicht, weil eigentlich habe ich die Quelle gespeichert, aber ich finde die Quelle Flex, nicht. Flex, schau mal, Said El-Bukhari 5686. Er ist Schiite. Er ist Schia. Ach, der ist Schia? Ach so. Ja, der ist Schia. Ah, der ist dann, ach so, ja, okay. Dann, ja, er ist Schia. Der ist Schia. Okay. Ja, aber mein Lieber, was überzeugt dich denn vom Islam? Das würde mich auch gerne interessieren. Da bin ich total hellhörig. Ich habe die Ohren offen. Abu al-Irak, ja, wenn jemand diese Schia-Quelle hat, der soll bitte kurz hochkommen oder so. Ich würde mich mega, oder Urban, irgendjemand, der mir diese Quelle kurz geben kann, weil ich finde die Quelle hier nicht. Ist Ziege nicht da, Abu Ziege? Abu Ziege, ich glaube, Abu Ziege hat die Quelle nicht. Warte kurz, ich gucke jetzt, wer diese Quelle hat. Ja, Elia ist hier. Elia ist hier. Oh, jetzt wird's interessant. Elia hat die Quelle. Elia. Nach dem Stream bitte ruf mal dann bitte mich an, ja? Was ist passiert? Nö, alles gut. Wegen ein paar Sachen. Um was geht es denn, Bruder? Wieder was Neues. Gottes Segen, Elia. Gottes Segen. Was ist los, Bruder? Kannst du bitte diese Surah Al-Kaf, wo die 12 Imame, deren Kaka duften wie Parfüm, ihnen das mal zeigen? Allah. Akbar. Also, ich kann Ihnen gerne die Quellen zeigen. Ja, bitte. Allahu Akbar. Und das ist sogar Sahih, habe ich recht? Sogar noch authentisch. Allah. Ikra, kaka, ikra, TikTok sportlich. Allah. So, der Bruder Elia ist noch am Suchen. Ja. So, ich habe es gefunden, das ist in einem Hadith. Musst du kopieren und das gerne einblenden, ja? Hier habe ich es. Habe ich das? Da, er hat es hier eingeblendet. Okay, das ist HTTP. Oh, das kann ich jetzt auf die Schnelle nicht eingeben, Bruder. Aber warte mal. Weil ich habe mein zweites Handy ist nicht da. Okay. Ich versuche jetzt mal ein bisschen schneller zu tippen. Warte. Bruder, ist schlechte Nachricht oder gute Nachricht? Wir werden sehen. Aber okay, ich bin neugierig. Elia, ich bin auch neugierig. Nein, keine Sorge. Das ist eine lieber. Private Sache, deswegen. Alles gut. Warum lachst du in mir? Irgendwas muss sein, ne? Ja, mach deinen Stream und dann reden wir nochmal. Okay, also gegen mich oder nicht gegen mich? Weiß ich doch nicht. Wir werden sehen. Okay, bin ich echt gespannt, ey. Das ist bestimmt sehr witzig, aber okay. Schauen wir mal. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt muss ich das mal schnell eingeben hier.
So, das ist die einmal 35 und dann 5. Also mal gucken, ob das kommt. Ah, da habe ich's doch. We are told by Muhammad bin Ibrahim bin Ishaq al-Talakani, may Allah be pleased with him, and that he said, we were informed by Ahmad bin Muhammad bin Sa'id al-Kufi, that he said, we were told by Ali bin Hassan, Ali bin Fadal from his father, from Abul Hassan, Ali bin Musa al-Rida, peace be upon him, that he said, for the Imam are signs that he is the most knowledgeable among the people, the wisest among people, who most God-fearing among the people. So ist es das, Elia? Genau, lies weiter. Okay, the most forbearing among the people, the bravest among all people, the most munificent among the people. Eigentlich ist das keiner, außer Gott, aber okay. And the most worshipping among the people. He is begotten, circumcised, purified, sees from behind him. Like how he sees before his hands, he has no shadow. When he falls into a ground from the belly of his mother, he falls on his palms, rising his voice with the two testimonies. He does not have a nocturnal emission. His eyes sleeps, but his heart does not sleep. He is spoken to, the armor of Allah. Allah blessings be upon him, and his family is event to him. Urin nor faces are seen for form him, because Allah exalted and glorious is. He has certainly assigned the earth to swallow what leaves him his friend. Genau, und dazu gibt es noch eine Fatwa, wo die Schia-Gelehrten sagen, deren Kaka und Pipi kannst du trinken, deren Duft ist nicht von dieser Welt. Deren Kaka stinkt noch nicht mal. Und ein Imam hat sogar zugegeben, ich würde sogar deren Blut und deren Kaka essen und trinken deren Blut. Brother, Hey, lecker, wo ist der? Wo ist der hin? Das sind, du bist aus Iran, Bruder. Kollege, du hast hier eine Erklärung hier, du darfst Kaka von deinen Imame essen, Alter. Alter! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Du darfst die Kaka von deinen 12 Imame essen. Allah. Alles, was von den Imame von hinten rauskommt, das duftet wie Parfüm und du darfst das... Wie kann man das noch ernst nehmen, Alter? Nein! A'udhu billah. Miau! Wahnsinn! Ey, ist das euer Ernst, Alter? Guck mal, der hat die Flucht ergriffen. Guck mal, der ist weg. Ja. Nenn's Audiokasse. Verbreite das Evangelium. Ich speichere das ab. Das muss ich speichern. Okay, Bruder, ruf mich bitte, wenn du fertig bist, danach an, ja? Ja, okay, kein Problem. Okay, Bruder, bis dann, ciao. Komm, Mensah, bring mal das Evangelium. Bruder, ich lese gerade nebenbei, ihr könnt es machen, Bilal oder Aramäer. Ja, kein Problem, okay, ich kann es auch machen. Dann lasse ich Aramäer und dann mache ich Jesaja. Genau. Da, Amen. Ich sag mal so, was ein schöner Tag, sage ich mal, um Christ zu sein und nicht um Muslim zu sein, dass wir uns sowas auch hören. Also, das habe ich auch noch nie gehört, dass man, sage ich mal, von den Gelehrten das und das essen darf. Gott sei Dank, sage ich mal, sind wir Christen wirklich. Wir können jeden Tag froh sein, Christen zu sein. Deswegen sagt auch Paulus in seinem Brief, freut euch zu jeder Zeit, denn ihr gehört zu Christus. In jeder Situation sollt ihr betend und dankend zu Gott gehen und ihm auch dafür danken, sage ich mal, dass er herabkam von seinem Thron vom Himmel herab und für unsere Sünden, sage ich mal, am Kreuz war und auferstanden ist. Jesus Christus, der wahrhaftige Gott, ist auferstanden. Er ist auferstanden und hat den Tod besiegt. Johannes 16,33, habt keine Sorgen, ich habe diese Welt besiegt. Er sagt ja auch, mein Joch drückt nicht. Wenn ihr Sorge habt, dann kommt zu mir, mein Joch drückt nicht. Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott, Jesus Christus ist der barmherzige Gott und der gerechte Gott. Er kam, hat den Tod besiegt,
und es gibt keinen, der über ihn steht und es gibt keinen, der ihn als Fundament des Glaubens angreifen könnte. Nicht mal der Islam. Der Islam kratzt nicht mal an unserem Fundament. Der kratzt nicht mal daran. Eigentlich müssten wir ihn nicht mal beachten, aber da so viele trotzdem dem nachgehen, schenken wir ihm Beachtung. Und das ist das Traurige. Petrus sagt es selber. Es werden Irrlehrer kommen, die werden den Herrscher leugnen, der sie freigekauft hat. Wer ist der Herrscher, der alle freigekauft hat? Jesus Christus. Jesus Christus mit seinem Blut. Genau, sie leugnen ihn und sie leugnen sein Blut am Kreuz. Sein Blut, welches er hat. Er hat den Satan am Kreuz besiegt. Amen, so ist es. Die Prophezeiung hat sich sogar erfüllt aus Genesis, wo es heißt, er wird den Satan am Kopf treffen und der Satan ihn am Vers. An den Versen, sage ich mal. Die Prophezeiung hat sich erfüllt. Und wie Paulus es gesagt hat und Petrus, sie haben beide davon berichtet, was kommen wird und dass wir aufpassen müssen. Petrus sagt deutlich, sie werden viele Anhänger finden. Wie viele Muslime gibt es mittlerweile? Schon im Milliardenbereich. Petrus sagt es, sie werden viele Anhänger finden, aber das Gericht steht schon lange über sie. Sie gehen nur selber ins Verderben. Das Gericht steht schon lange, weil sie graben ihr eigenes Grab. Und ich sag's nochmal an alle jetzt 380 auch hier, freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zu Christus gehört. Das ist ein Segen. Das ist der größte Segen in dieser Welt. Amen, Amen. Und dazu möchte ich noch sagen, wir haben zwar die Erbsünde mitgenommen. Durch einen Fehler, den Adam und Eva gemacht haben, haben sie den Tod geschmeckt. Aber der Herr ist für uns ans Kreuz gegangen. Warum? Nicht die Nägel haben ihn ans Kreuz gehalten, sondern die Liebe zu uns Menschen hat ihn am Kreuz festgehalten. Und er hat für jeden Menschen sein Blut vergossen. Warum? Damit wir wieder dorthin können, wo wir waren. Und das ist eine Gnade, die wir bekommen haben. Und deswegen danke ich dem Herrn jeden Tag dafür. Ja. Und egal welche Religionen, egal welches Dingen, es ist vollbracht. Der Herr hat für unsere Sünden am Kreuz hat er den Tod auf sich genommen und ist dann auferstanden nach 3 Tagen. Für wem? Für uns. Für uns Sünder, für uns Kranke. Ja. Und was gibt es denn Schöneres, als sowas nicht zu folgen und nicht zu sagen, oh, was ist das für ein Gott? Wie heißt der das und das? Er hat uns aus Liebe gemacht und er ist für uns ans Kreuz gegangen, aus Liebe zu uns. Amen. Amen. Bruder, der liebe Jack, bist du Moslem, Christ? Guten Abend, Flex, ich war mehrere Mal mit dir. Bist du Moslem oder Christ? Wenn ich ein Tier bin, ich werde nicht keine Moslem. Nein, nein, das war ja nicht die Frage. Meine Frage war ganz normal, bist du Moslem oder bist du ein Christ? Ich bin ein Christ. Du bist ein Christ? Ja. Du musst mich nochmal meine Gedanken erfrischen. Ich glaube, wir haben schon mal gesprochen, aber du musst mir sagen, wann war das letzte Mal, wo wir gesprochen haben? Das war über Islam und ich wollte gerade über Islam flexen, bisschen, aber ihr redet über Jesus, wenn das möglich ist. Ich flexe schon ein bisschen die Islam, aber ich möchte nur sagen, viele nicht. Warum Gott wird einen Körper nehmen, ein Leib, um die Menschen zu retten? Ein Beispiel, die Jesus Christus, Gott, Yahweh, Adonai, der liebt alle Menschen, das ist richtig. Aber der ist eine Gerechtigkeit. Der ist Warmherzigkeit und Ungerechtigkeit. Wenn Adam und Eva haben die Sünde gemacht, von Anfang an hat er zu denen gesagt, wenn ihr von diesem Baum isst, dann werdet ihr sterben. Zweimal hat er gesagt sterben. Körperlich sterben und geistlich sterben. Weil die Gott liebt die Menschen so sehr, damit seine Gerechtigkeit kommt, wenn jemand eine Strafe macht, muss verhaftet und muss seine Strafe nehmen. Und das ist die Gerechtigkeit von Gott. Aber weil die Gott die Menschen so liebt, hat die Strafe von den Menschen auf sich selber genommen, um die neue zurückkehren zu Gott können. Weil früher, vor Jesus Christus, egal was du gemacht hättest, du konntest, deine Strafe musstest du bekommen. Deswegen hat er diese Strafe auf sich genommen, damit seine Gerechtigkeit wird, damit die Neue Testament für die Menschen werden, wenn eine
hat er ganze Gebote gebrochen, hat alles gemacht am schlimmsten, aber wenn er zurückkehrt, Jesus Christus, sieht er auf dem Kreuz seine Hände offen und sagt, komm zu mir, ich habe deine Strafe auf mich genommen. Und so macht die Neue Testament zu jedem Mensch, ob er ein Moslem ist oder ein Buddha ist oder ein Atheist ist oder ein Christ nur mit Name ist, das heißt, hat er ihm neues Leben gegeben. Und deswegen ist Jesus Christus, Adonaja, hat Leib genommen, um mit Menschen zu retten. Und ich frage die Leute, wenn du eine Ameise auf Boden siehst, kannst du mit der Ameise als Mensch reden? Nein. Du musst so wie die Ameise werden, damit du die Ameise zum Verstehen bringen. Und so ist auch Gott ein Mensch geworden, damit zeigt denen, wie man mit den Menschen lebt. Das ist ein Leben. Jesus Christus ist keine Glaube oder die Bibel ist kein Glaube. Das ist ein Leben mit Gott. Das ist ein Leben. Was du liest in die Bibel, musst du in deine Tages ansetzen. Amen, ja. Amen, Amen. Sehr schön gesagt. Amen. Sehr schön gesagt. Darf ich was über Islam was sagen, was die Leute jetzt machen? Ich will ein bisschen flexen, damit die Leute ein bisschen wach werden. Ja, gerne. Ich mache eine zweite Session um 0 Uhr nochmal. Ah, jetzt möchte ich nochmal 30 Sekunden Flex. 30 Sekunden. Okay, gerne, mach. Okay. Die Moslem, weißt du, was die machen jetzt? Die spielen, dass die Engel sind, die machen AfD-Bild, dass die vor AfD sind, damit die zeigen, das ist nicht die Islam, das sind keine Moslem, was die Kalifat wollen. Die versuchen auf diese Heuchlerei, die Leute zu verwirren zu bringen. Und das Leute müssen die auch aufpassen. Die Moslem, die versuchen in alle Arten ihre Gesicht ein bisschen weiß machen, aber die schaffen das nicht mehr. Also zu jedem, hast du Problem, egal was du hast, komm zu Jesus, aber kommst du nicht zu Jesus mit Mund nur, aber du tust nicht. Du siehst eine nackte Frau direkt mit Ziegen, das ist nicht. Jesus Christus sagt, wenn du eine Frau guckst in deine Augen und hast du falsche Gedanken, du hast gesündigt. Das heißt, musst du heilig werden, was in Bibel steht, erst einmal die 10 Gebote machen und dann wenn du die 10 Gebote schaffst zu machen, dann spürst du die Gottesgeist und des Frieden an dir, weil es steht im Psalm, mit was redet Gott zu seinem Volk, redet mit Frieden. Das heißt, dieser Geist an dir gibt dir diesen Frieden. Und das ist das Schönste, was es gibt, wenn du Jesus Christus glaubst. Du wirst die beste Frau kriegen, du wirst die beste Wohnung kriegen, du wirst alles kriegen, wenn er sieht, du meinst mit ihm ernst. Und du sollst nicht zu ihm gehen, weil du von der Hölle Angst hast, sondern du sollst zu ihm gehen, weil du ihm liebst. Das ist ein wichtiger Punkt in deinem Leben. Wenn du hast was gesagt, das ist wow. Geh nicht zu ihm hin, nur weil du Angst vor der Hölle hast, sondern geh zu ihm hin, weil du ihn liebst. Wow. Wow, sehr schön gesagt. Slava Bogo. Amen, Slava Bogo. Amen, das hast du so stark gesagt. Wow, das schockiert mich gerade selber. Sehr, 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 sehr stark. Sehr stark. Das ist am wichtigsten, wenn man Jesus Christus echt spüren und leben will, muss aus Liebe gehen, nicht weil er Angst vor der Hölle haben oder weil er was irgendwas von ihm will, dann geht es um ihn. Nein, nur aus Liebe, wie du jemand liebst, wenn du ihn siehst, du bist der fröhliche Mensch auf der Welt, so musst du zu ihm gehen und du wirst jedes Wort verstehen, in jedem Wort steckt ein Diamant von der Bibel und das ist ein großes Geheimnis. Das habe ich gemerkt. Weil ich richtig, das habe ich auch tatsächlich gemerkt, Leute. Also, wenn ihr die Bibel lesen tut, gleichzeitig auch noch mit der Studie zusammen, Leute, das ist, die Bibel ist eine Waffe. Das ist Wahnsinn, ja. Also, was man da lernt und diese starken theologischen Auslegungen, Leute. Also, Leute, besser geht's gar nicht. Also besser geht's gar nicht. Da wird man die Bibel zu 100% verstehen, wenn man will und wenn man für den Herrn Jesus Christus brennt natürlich und sagt, man möchte das Wort Gottes verstehen. Leute, das ist so stark.
Das ist so stark. Mensch, kannst du mal ganz kurz Korinther 13 vorlesen? Nochmal als Ergänzung. Aramäer, kannst du Korinther 13 aufmachen? Ja, Entschuldigung. Ich mach's auf. Korinther 13, welcher Vers? Ja, ab 1, die Liebe, was die Liebe ist. Das, was der Bruder Jack gerade gesagt hat. Ja, das kann man so als Krönung noch drauf tun, also draufgeben und dann seinen Armen da drauf geben, weil das ist die größte Waffe, die der Herr uns auch gegeben hat, damit die Menschen auch sehen, was im Wort, was der Herr selber auch dadurch sagt. Genau, ja. Ich würde sogar tatsächlich erstmal 1. Johannes 4,8 lesen, da sagt Johannes selber, der Apostel, liebe Brüder, er sagt hier, die Liebe, Angst, sag ich mal, gibt es in der Liebe nicht. Die Liebe vertreibt die Angst. Das sagt auch Johannes. Und wenn wir dazu Korinther lesen, wie du es richtig gesagt hast, 1. Korinther 13,4. Ab 4, genau. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein Ende, Zungenrede verstummt, Erkenntnis vergeht. Denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Für jetzt bleiben, sage ich mal, ich bin jetzt ein bisschen runtergesprungen, für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Amen, Amen, Halleluja, ich danke dir, Jesus. Ich danke dir. Liebe, sehr richtig, ja. Ja, ja. Amen. Leute, meine lieben Geschwister und Brüder, wir machen an dieser Stelle eine kleine Pause. Ja, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel oder böse. Miau. Ja. Miau. ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht böse. Und bevor ich gehe, ja, möchte ich euch was Schönes sagen, Leute. Es ist egal, welcher Bruder in der Community, keine Ahnung, eine Reichweite hat, mehr Leute hat. Leute, das ist sowas von egal. Ja, jeder soll Erfolg haben. Gönnt euren Bruder. Gönnt egal wer. Wenn der Bruder Aramäer was hat, ich gönne es ihm zehnfach. Ich freue mich für den Bruder, egal wie. Ja, nicht eifersüchtig sein, Leute. Denn das ist nicht gut. Nicht eifersüchtig sein. Ja, einfach diese Liebe zu haben. Ich wünsche dem Bruder Bilal so viel. Ja, ich wünsche dem Bruder Jack ebenfalls so viel. Ja, egal. Ja, deswegen, diese Liebe ist äußerst wichtig. Wenn ihr seht, dass ihr in Streams seid, wo, sagen wir mal, eine Unruhe herrscht, ja, gegen einen anderen Bruder oder so. Leute, dann haltet euch fern von diese. Ne, das wollte ich euch einfach mitteilen. Ja. Seid kein Teil von diesen Fitna, ja, diese Fitna-Streams, wo der andere Glaubensbruder gegen seinen eigenen schießt. Haltet euch fern. Danke, Emanuel. Haltet euch fern. Im allerschlimmsten Falle blockiert diese Leute, weil diese Leute haben nichts. Die haben sowas echt nicht verdient. Ja. Wichtig ist einfach nur, dass wir die Brüder und die Geschwister gegenseitig unterstützen und auch dem Bruder oder auch die Schwester gönnen. Nicht neidisch zu sein, gierig zu sein, sonstiges sein, ja, was auch immer. Das ist wichtig, ja. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, dass wir heute so einen schönen Stream hatten. Kein Stress, kein Blablabla, kein blödes Geschwätz, sondern wir konnten über die Bibel reden, wir konnten tiefgründiger über das Alte Testament sprechen. Offen ist noch Jesaja, offen ist noch Buch Mose, zweiter Buch Mose, auch die Erklärung dazu. Matthäus kommt auch noch mal etwas. Und Leute, ich liebe euch. Ja, I love you guys. Es war mega schön. Und betet für mich, gebt mir mal ganz viel Kraft, dass ich noch mal um 12 Uhr kommen kann. Ja, jetzt will ich noch mal ein bisschen relaxen, ein bisschen chillen. Ihr wisst schon, ein bisschen chillen. Und I love you guys. Ja, Jack, Bilal, Aramäer.
I wish you happy good hours. Ich danke dir, Flex, nochmal für alles. Danke, dass du mich hochgeholt hast. Und danke auch für die Gebete. Ich bete auch für dich noch mit. Du bist gesegnet, Flex. Es war ein gesegneter Abend. Und ich wünsche jedem die Liebe des Herrn und vor allen Dingen sein Friede ist mit uns in Jesu Namen. Amen an alle auch. Amen. Jihad, Jihad. Ich danke dir auch, Flex. Dein Stream gefällt mir sehr. Du bist eine richtige Christ. Wenn muss danke. Hart sein, bist du hart. Wenn gut, muss gut sein. So ist richtige Christ. Und nicht Liebe, Liebe, Liebe wie ein Schwamm sein, sonst aus Metall. Wenn muss sein, die Hand aus Metall geben. Ja, das Ding ist, so wie es heute war, ist perfekt. Aber wenn welche reinkommen und die das nicht verstehen wollen, ja, dann ist meine Tonlage ein bisschen anders. Das habe ich schon selber gemerkt. Aber ich versuche trotzdem... Wie bitte? Es sollte so sein, wenn einer ja, versucht. Man versucht sein Bestes, sagen wir es mal so. Man tut sein Bestes. Ja. Das heißt, also, du machst am Besten und Gott segne dich und der gibt uns immer mehr Kraft und das ist am wichtigsten. Und ich danke dir auch, dass du mich hochgebracht hast. Die ganze Zeit schreibe ich unten Flex, lass mich hoch zu flexen. Alles gut, kein Problem. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Vielen, vielen Dank, meine lieben Geschwister und Brüder. Und ja, I love you guys. Jetzt geht's offline. Bis später. Betet für mich. Ich komme nachher vielleicht sehr, sehr stark zurück. Ne? Also Leute, bye bye. Gottes Segen, Gottes Segen. Gottes Segen.